Ich hab's heute ausprobiert und ich war latent aggressiv. Das Mikro oder das Headset? Zurück. Das Headset, aber das Mikro vor allen Dingen, deswegen habe ich gerade Mikro gesagt. Schließt. Dodo, bist jetzt, machst du jetzt noch mit, oder? Hallo? Dodo, bist du ansprechbar? Dodo, antworte mir, gib mir ein Zeichen. Ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, sollen wir ohne dich spielen, oder sollen wir jetzt kurz warten? Ja, okay. Versuchst du gerade reinzukommen oder sollen wir einfach starten? Nee, spiel mal ruhig ohne mich, sonst kriege ich hier noch einen Anfall, ey. Nein! Du hast eine Millisekunde zu lang gebraucht, okay. Ich mache neu, warte. Ich bin schon wieder aus dem Raum geflogen. Wir brauchen eigentlich ein Passwort mit Hoja. So, jetzt. Aber jetzt muss ich ja mal kurz einstellen. Ah, die Einstellungen sind dieselben wie vorher, ne? Ist das der Code, oder? Ja, das ist der Code. Das ist kein Hoja. Automatische Caps Lock. Achso. Ja. Jetzt sind wir 7, jetzt fehlt noch einer. Walter. Ich hätte gerne das Spiel gezeigt. Richtiger Walter. Ernsthaft, ist er wieder was? Du bist überall ballert, egal ob hier oder im Raid, ne? Ist halt so. Was heißt Mann, Kill Cooldown? Die Kuhlern ist Killbutton. Ja. Wenn du töten kannst. Das heißt, der Imposter kann nicht einfach durch die Gegend laufen und zack, zack, zack machen. Nee, das wäre ja. Wär das wäre cool im Autoklicker. Aber die Aber die Einstellung gut. Läuft, die ist aber jeweils für jeden Imposter. Pro Imposter und am Anfang der Runde ist der Kill auch auf Cooldown. Am Anfang der Runde? Ja. Also du kannst nicht losgehen und dann sofort einkillen, sondern du musst erst 40 Sekunden warten am Anfang der Runde und dann kannst du losgehen. Ah, ist Killcore dann bei 40 Sekunden so viel? Ganz schön hoch, ich dachte eher so 30. Wollen wir nicht irgendwie 30. 35 machen? Ich find 30 immer sehr human. Ja, 30 ist echt nett. 35 reicht. Okay, Abfahrt oder was? Das sagst du nur, weil du kein Imposter sein musst. Ja, das stimmt wohl. Haben wir eigentlich schon mal erwähnt, dass sie in den Runden, die wir gespielt haben, Ja, wir können starten. Ich denke, die wollen jetzt mal... Warte mal, Sebi, du warst noch nie im Post, hab ich das... Oh mein Gott, ich war die ganze Zeit gemutet. Wie dumm war das bitte? Ja, hi. Und ich rede die ganze Zeit mit euch und ja, was soll ich sagen? Nichts passiert. Nichts passiert. Ah, dann jetzt nochmal von mir ein feuchtfröhliches Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich auf einer neuen Runde Among Us begleitet. Ah, Stella ist hier, ne? Als Rettich am Start, ist mir immer unsympathisch. Hi. Na, Sylvan, alles gut bei dir? So. Ah, ja. Der Rettich, ne? Richtig stark. So. Aber Aki trägt eine fancy Jacke, muss man ihm lassen. Dann bringt auch das ganze Gerede nichts, wenn ihr mich natürlich nicht hört. Stark. So. Aber Aki will uns irgendwie, ne? Der ist ein bisschen lost. Ah, da fällt mir ein, ich bin noch mit meinem Handy im WLAN. Oder? Nee. Hm. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade starke Frame-Drops und ich weiß noch nicht so richtig, warum. So. Aber wir sind auch gleich schon durch. Wir haben noch keine Leiche gefunden. Ich glaube, unser Mörder weiß gar nicht, wie man Leute umbringt, oder? Hallo. Was
nicht weiter. Alter, also, ne, es war Stella. Oh. Was? Nein. Brauchst du gar nicht abzustreiten. Ich war es definitiv nicht. Also, wenn du die Farbe weiß hast und als Rettich getarnt rumläuft, warst du es. Ich war da und ich wollte ihn genauso wie du anmelden. Ich war aber nicht schnell genug. Du wolltest ihn anmelden? Ja, Anmeldung. Ja, also Stella, ne? Ich kam um die Ecke, du hast ihn getötet, ich hab's genau gesehen, du hast ihn auch nicht reportet. Warte, wo war der denn? Bei Electrics. Wenn, also haben wir nur einen Imposter? Ich bin derjenige, der den Vent benutzt, aber safe war ich's nicht. Ich bin halt hochgerannt, hab's dann gesehen, wollte draufklicken, aber du warst halt schneller. Wir waren ungefähr gleich schnell. Stella, du kamst unten rein, ich hab noch gesehen, wie er umgefallen ist. Magnetic, wo bist du hergekommen? Von unten links. Also ich bin oben bei Security runtergelaufen und dann bin ich rechts gelaufen nach Electrics und hab halt dann gerade Waldo umfallen sehen und Stella stand halt daneben so. Warte, von wo bist du gekommen? Ich stand halt nicht mal daneben. Stella, wie viele Imposter haben wir? Ein oder zwei? Zwei. Magnetic. Okay. Ja. Von wo bist du gekommen? Von unten links. Also von Security oben runter, wo die Camps sind, bin ich runtergelaufen. Aber ich hab dich von der Cafeteria aus nach in die Mitte runterlaufen. Nee, die war schon bei Security, nee. Hab ich schon gesehen. Die Cafeteria war sie nicht. Ja, also Vanille, ne, mach dich nicht verdächtig, sonst bist du Imposter 2. Also Stella hat ihn halt getötet. Ich hab's halt gesehen, war halt unlucky, da ich gerade um die Ecke kam. Okay, ich hab Vanille, halt, Alter. Das kann ja sonst nichts sein, verdächtig genau. Nee, das ist ein Skill. Ich muss mal kurz die Karte öffnen. Warum habt ihr denn jetzt geskippt? Was ist Aussage gegen Dein Aussage? Dein Ernst? Ist das nicht Aussage gegen Aussage? Ich hab sie halt gesehen, Alter. Ja, aber da... Ja, sie sagt nein. Du sagst ja. Und niemand anders kann irgendwas sagen. Das ist so dumm. Okay, alles klar. Also dieses Team ist richtig retarded. Richtig retarded. Holy shit. Also jeder, der jetzt getötet wird, ne, hat's halt einfach nur noch verdient. So, ich will mit meinen Tasks durch. Die sind jetzt auch gleich alle fertig, also sie haben das Spiel irgendwie noch nicht so richtig begriffen. Also... Richtig retarded einfach. Richtig retarded. Richtig dumm. Oh. Ja, ich habe die Leiche in Electrical gefunden und ich habe wirklich niemanden gesehen, der drumherum war. Und ich finde es halt irgendwie weird, dass Micha jetzt tot ist, nachdem ich halt so darauf aus war, dass halt niemand verdächtigt worden könnte. Und Magnetic war halt irgendwie voll sad darüber. Weil sie voll sicher war, dass es Stella war. Ich hab das Gefühl schon, weil ich bin jetzt mit meinem Task komplett fertig. Und ich bin halt rumgelaufen und hab nach Leuten gesucht und hab niemanden gefunden und nur die Leiche. War irgendwer in Security? Mhm. Könnte halt auch ein Self-Report sein. Von mir aus kann es auch ein Self-Report sein. Ich bin mit meinem Task halt fertig. Ich hab halt gar nichts mitbekommen, weil egal. Weil wir hatten noch einen Task offen oder so. Also, wir hatten noch einen offen. Aber das ist doch so bescheuert. Ich komme um die Ecke und sehe, wie Stella Waldo tötet und ihr sagt einfach, oh nein, das ist Aussage gegen Aussage. Ja, aber um Waldo ist halt auch nicht schade, deswegen I don't give a fuck. Ist halt so. Ach so. Okay. Also irgendwie kamen wir niemanden zum Verdächtigen, ne? Was das? Ja, Stella ist es halt safe. Ist das Spiel so? Stella, nein, es ist nicht Aussage gegen Aussage. Halt einfach die Luft an, du hast ihn getötet. Vor allen Dingen, ich hab halt nicht mal gesagt, dass du es bist, weil ich es auch nicht gesehen habe. Und ja, weil ich es halt auch nicht bin. Es war Christa Bauten. Okay. What? Was? Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Michi kann das saß. Okay. Ich würde sagen, ich spiele eine Runde mit dieser Gruppe und dann war's das.
Na komm, mal gucken, ob wir es gleich im Poster Nummer 2 entdecken. Ja. Was ist passiert? Wir brauchen zu lange für seine Task, er macht mich fertig. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht weiß mich ja nicht, dass er als Geist seine Task machen muss. Nee, das weiß der. Okay. Finde ich gut, dass du gerade gedrückt hast, Sebastian, mega nice, weil Stella kam nämlich gerade bei Security rein. Wollte mich wahrscheinlich gerade töten. Ja, warum? Warum gerade jetzt? Ich wollte oben drauf gucken. Ja, du hattest vorher halt die ganze Zeit CD. Nach jedem Emergency-Meeting hast du als CD als Imposter. Haben wir nur einen Imposter oder haben wir zwei Imposter? Wir haben zwei. Schlecht. Das wär jetzt aber ziemlich ein Flame, ey. Also, Walter? Ich hab meine Task schon done, just saying. Okay, dann ist gut. Welcher? Sam. Doch irgendwer von uns, also es muss irgendwer von uns fehlen. Hab ich meine Task zu Ende? Zu Ende gemacht? Also, Type, ne? Ich würde gleich auf jeden Fall eine neue Gruppe aufmachen, weil die Leute sind halt total durch. Ja, ich ändere das nächste Runde. Also ist jetzt so mein Empfinden, weil ich bin voll durchgegangen. Ja, ich finde das auch zu wenig. Ja, deswegen was? Bin ich auch gerade in Security. Aber das später. Noch die Gegend. Also Christa hat fertig, Jonas hat fertig, ich hab fertig. Ich hab auch Stella. Fertig. Mhm. Ja, Stella hat halt keine Task, weil sie Imposter ist. Oh mein Gott. Keiner true. Was hast du? Hä? Ich bin done. Ich bin... Ja. Wie können wir alle done sein? Ja, nee, irgendjemand ist nicht done. Vielleicht irgendjemand wollen wir sonst nochmal gucken und einer überprüft nochmal, ob er irgendwas übersehen hat, auch wenn man das eigentlich nicht übersehen kann. Anscheinend machen wir das jetzt. Ich hätte das Gefühl, dass ich es bin, aber ich glaube nicht. Oh. Alles klar, Type. Tihi. Bin ja safe, ne? Also zumindest für die nächsten 40 Sekunden bin ich safe. Stella kommt wieder bei Security rein, weil die will uns richtig hart. Und ich glaube, sie blickt es nicht, dass ihr Killtimer, ihr Cooldown, nicht weiterläuft, solange sie an den Camps ist. Ich glaube, das versteht sie nicht. Ah. Oh, Aki war aber schnell. Also ist er Nummer 2. Irgendjemand hat halt einfach richtig hart gefailt und... Ja, Alter! Wir hatten das doch gefailt. Warte mal, wie haben wir gerade verloren? Ich hab uns in der Cafeteria eingesperrt und hab dann hat Jonas Sebi umgebracht und ich Christa. Oh mein Gott! Und dann war vorbei. Ich wollte gerade loslaufen und Magnetic Gott, als Imposter-Blamen da. Alter, ja, du hättest sie auch einfach voten können. Ich bist du im Admin gerade. Auf der, ja. Also nicht da, wo man auf die Admin-Konsole zugreift, sondern auf der anderen Seite, wo man eigentlich den Card ja. Swipe macht. Ja. Und stand es da einfach. Ja, und ich war halt lange fertig, was soll ich machen? Es hätte ja auch sein können, dass du Imposter bist und mich töten also möchtest. Haben wir jetzt alle umgebracht oder wie war das? Wir waren in der Situation, wo 2 gegen 2 war. Ihr hättet einfach immer. Ja, aber irgendjemand hat gegen Vote ja, aber irgendjemand hat uns halt. Aber irgendjemand hat ganz offensichtlich seinen Task gefailt. Was war das denn für ein dritter? Ja, wer hat das denn jetzt nicht? Also war das verpackt oder? Nee, das war der Imposter, safe.
Hast du schon mehr Tasks reingemacht? Wir hatten zwei, ich hab geschaut, ja. Das waren zwei Imposter. Aber was war das jetzt für eine Nummer? Holy shit, warum habt ihr sie nicht einfach rausgevotet? Ich meine, dass einer irgendwer einfach verkackt hat. Ja, ja, das genau. War halt wirklich, ich glaube, wenn man das aus einer anderen Sicht sieht als deine, dann ist das halt echt Aussage gegen Aussage. Es war nicht Aussage, du hast dich nicht mal verteidigt, du hast nur gesagt, ja, ich war halt da in dem Raum so. Ich hab ein paar Sachen gesagt, ja, ja. Gut, was soll man das halt, wenn man das aufgepasst hat, hat man schon gemerkt, dass irgendjemand hat ja gemeint von wegen, ja, mit Netflix seid doch aus Cafeteria gekommen. Und da habt ihr beide eigentlich angefangen, euch so zu verstricken im Lügengestrüpp oder so, weil dann jemand anders confirmed hatte, nee, mit Netflix kam schon von links unten. Nee, und das war Christa, die ja, meinte, Christa, die war innocent. Also. Ich hab halt irgendwie gedacht, also wahrscheinlich... Christa hat einfach nur in der Vergangenheit rumgewählt. Ja, Jonas hat einfach gar nichts, die ganze Runde. Ich hab zwei Leute umgewählt. Ja, Jonas ist neu, von dem hab ich nichts erwartet. Also ich hätte... Ja, aber wer hat die Tasks verkackt, jetzt mal ernsthaft? Ihr habt doch spätestens nach der Runde, wo das... Oh, diese Leute sind so anstrengend, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so... Ich habe halt einfach jetzt schon Kopfschmerzen. Hi, Kiba. Und hi, Drake. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Das macht meinen Kopf kaputt. Ich kann gar nichts dazu sagen. Type 5, möchtest du mit der Gruppe joinen oder möchtest du es lassen? Ich hab gewonnen. Nee, ich hab gewonnen. Waren und ich das war nicht mal das Glück. Das war einfach Glück, dass ihr einen dritten Imposter seine Tasks nicht machen wollte. Ja, das wäre schon ja. Einmal durch gewesen. Und dass ihr einfach nicht gewotet habt, also eigentlich wart ihr alle irgendwie Imposter. Irgendein Clown hat's verkackt mit den Aufgaben aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber hä, warum dreht ihr ganze Zeit von dritter Imposter? Da war keiner. Weil das ein Meme sein soll. Jemand hat euch geholfen zu gewinnen, weil er seine Aufgaben nicht gemacht hat. Genau, dritter Imposter ist einfach immer derjenige, der so hart reinfailt, dass er sozusagen den Imposter in die Hände spielt. Zum Beispiel, wenn er irgendjemanden so hart verteidigt, der eigentlich Imposter ist, auch wenn er es unbewusst macht. Ja. Oder wenn er seine Task einfach nicht macht. Oder wenn er seine Task einfach nicht macht. Imagine. Okay, wir machen das gleich nach der Runde. Ja, ich bin jetzt Imposter. Und, Waldo ist mit mir Imposter. Nice. Ja dann, was soll ich dazu sagen? Oh, er hat schon sabotiert, ey. Er hat schon sabotiert. So. Weg mit der. Hehe. Oh, nice, Luki, dass du auch mitmachen möchtest. Ja. Wolltest du mich gerade abstechen, du Hund? What? Schon zwei tot? Okay. Also, ich hab Stella eben noch lebend gesehen, dann bin ich ganz kurz... Wo sind die Leichen denn? Stella liegt direkt neben der Cafeteria. Was war das nochmal? Wo, in welche Richtung? Links, rechts, oh, und... Rechts. Okay. Genau, bei Weapons, und ich bin dann ganz kurz runter zur Tour, hab den Müll entleert und dann bin ich wieder hochgegangen, weil ich mich gewundert habe, warum keiner kommt. Und dann habe ich gesehen, dass die Cafeteria zu ist und Stella lag dann tot beim... Danke, Ty! Danke! Also beim Ablauf. Ja, mit wem hast du Stella dann alleine gelassen? Mit niemandem, da war keiner. Das heißt, jemand ist reingewendet. Also ich glaube, ich würde nur Sebi decken. Der hat neben mir rumgestanden und nichts getan. Ich hab mit Micha dran geklebt. Also ich glaube nicht, dass es... Oh fuck, Micha oder Arki, einer von beiden nicht ist. Micha oder Arki? Ja, ja. Ich hab das Licht gerade gefixt. Ja, okay, einer von den beiden, ich bin nämlich gerade in Storage gelaufen, da kam einer von den beiden gerade aus Admin raus und ich glaube, das war nicht ich war ein Elektro, du bist mir gerade dann war das Micha, wie gesagt, ich war mir nicht einer von beiden. Also, die können jetzt einfach Double Kill machen, killen, ne? So. Die haben am Anfang ein bisschen cooler. Ja, gut, dann rennen wir sofort zum Emergency Button, oder? Was hat denn Magnetic gemacht? Ich bin bei Navigation. Und hab mein Schiffchen gefahren. Kann das aus. Tatsächlich kannst du ja wirklich von oben nach unten wenden, ne? Also nur die Richtung, das kehrt das aus. Was? Aber dann ist Vanille doch viel näher, weil sie doch bei O2 gewesen ist. Ich hab 5 Tasks oder so in Elektrik. Als ob zwei Leute für mich voten. Alter, ey. Wie Kochstick. Euer Ernst? Okay, Leute, das war meine letzte Runde mit euch, sorry. So behindert. Also ist halt richtig dumm einfach. Ich weiß nicht, ob ihr die Runde davor mitbekommen habt, oder das ist halt einfach... Also das ist halt richtig dumm.
Oh mein Gott, also sie sind richtig dumm. Ich würde sagen, wir machen jetzt unsere eigene Gruppe wieder auf. Nee, die sind doch echt nicht angenehm. Boah. Hi, Kolben. So. Ich mache jetzt einfach eine neue Runde auf. So, Type 5. Hast du die Daten von dem Discord, auf dem wir immer sind? Luki, du kannst gern auch dazu kommen, das ist für das Lost im Orbit. Ja, genau, Luki ist schon da. Guck an. Ja. Hi. Das war ja richtig dumm, oder? Das war einfach richtig lost. Ich war eure Runde leider nicht gesehen, aber. Ja, du hast nichts verpasst. Guten Abend. Hi. Das war so dumm. Also, das war einfach so dumm. Ach, nee. Konnte ich mir jetzt einfach nicht geben. Das sah nach mega Spaß aus. Ja, die, also, tut mir leid, das ist einfach super behindert. Ich sehe erst, wie die eine Tante jemanden umbringt und sagt, ja, es war halt schade, ich kam halt gerade um die Ecke, hat ihn halt umgebracht. Ja, Aussage gegen Aussage. Wo war denn Magnetic? Ja, bei Navigation, weißt du, die andere war bei O2 viel näher dran und sagt, oh ja, da muss jemand weggewendet sein. Und ich sag halt, ja, ich war bei Navigation, ich habe mein Schiff halt von A nach B gefahren. Oh ja, ist suspicious, wird für gevotet und ich flieg raus. So, ja. Was hältst du davon, dass es vielleicht Stream-Sniping war? Hä? Nein, die wissen nicht, dass ich streame. Die, mit denen habe ich noch nie was zu tun gehabt, die kenne ich nicht. Okay, dachte ich mir gerade schon. Ah, so. Das wäre echt räudig gewesen. Nee, die waren einfach strunzdumm. Tut mir leid. So. Well, shit happens. ja, komm, du kannst natürlich auch gerne joinen, wenn du magst. Gar kein Problem. Ich mache jetzt meine eigene Gruppe auf. Wenn sonst nichts geht. Holy shit. So. Ja, ich weiß nicht, habt ihr alle den Discord-Server? Joint einfach rein. Ich mach dann eine neue Lobby auf. Habt ihr diesmal Lust auf eine andere Map oder wollt ihr die Standard-Map? Juckt mich jetzt nicht, welche Map wir spielen. Luki, warum bist du bei mir so leise? Ich muss mich halt Zeug finden. Ich stell dich einfach lauter, passt. Nee, passt. Ich hab mich selbst schon lauter gestellt. 150%. Das Ding ist halt das, wenn ich jetzt näher wieder rangehe, bin ich wieder lauter, aber dadurch, dass ich mich gerade eben. Okay, okay. Ein T-Shirt noch angezogen habe. Oh. War ich weiter weg. Oh. Da zieht er sich Klamotten an, jetzt wird's wild. Wo ist Waldo? Wenn man schon den ganzen Tag nicht macht, kann man es am Abend tun. Okay, okay. Das ist too much information, aber okay. So. Ja, Waldo tryhardet noch richtig rein und spielt seine Runde zu Ende. Der macht's richtig. Nicht so wie ich, ja? Der dann einfach Enrage geht und sich denkt, nein, mit den Leuten spiele ich nicht, die sind behindert. Just all the four. Ist halt so dumm. Ich hab so gut gespielt. Ich hab diesen hässlichen Rettich getötet und hab mich so drüber gefreut. So. Und dann, ja. Keine Gnade für Gemüse. Richtig. Keine Gnade für Gemüse. So ist es nämlich. So, irgendwie konnte man dann diesen Code machen, oder? Ah, ihr seht den Code einfach schon. Auf den Plus. Auf das Plus drücken. Und danach in den Discord drin, dann kannst du reinschicken. Plus? Nein. Neben dem Chat, wo du schreibst. Perfekt. So funktioniert das also. Ich habe es herausgefunden. Müsste ich ja hier Allgemein-Chat. Okay. Ich habe es geschafft. Sehr schön. Boah, ich weiß nicht genau, ob EU oder US. Ich meine, es wäre EU. Ja. Ach ja. Nice.
Also ich weiß nicht, dann schreie ich mich lieber mit meinen eigenen Leuten an, als dass ich dann irgendwie mir sowas Dummes und Behindertes gebe, so finde ich random so. Mhm. Lieber von eigenen anschreien lassen. Ja, richtig, lieber von Leuten anschreien lassen, die man kennt. Wie war das mit dem Emergency Call? Da bin ich schon genug geraged. Weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr? Weißt du nicht mehr. Hab's Pfeiffer verdrängt. Lass mich. Ups. Nur gar nicht böse. Bist du mir böse? Nicht Spaß. Ich bin nicht so einer, der irgendwelche Spiele anfängt rumzuheulen oder rumzuspinnen. Okay. Okay, außer wo mein 12 Jahre alter WoW-Account gelöscht worden ist. I'm sorry. Da hab ich ausgerastet. Hab Blizzard beleidigt. Hm. Hab alle beleidigt. Das kann man aber verstehen. Ich will gar nicht darüber reden, wie oft ich schon ausgerastet bin und sämtliche Minderheiten dieses Planeten beleidigt habe, während ich gezockt habe, von daher. Ja, nennt sich, Aim funktioniert heute nicht, ich treffe nix, KD ist schlecht, ich rage. Oh. Sehr, sehr logische Schlussfolgerung. Ich kann nur eins sagen, ich bin heute so los. Also, das ist gut zu wissen. Imposter darf ich heute ohne Scheiß nicht werden. Ich war eben so ein guter Imposter. Was passiert? Nix. Die blöden. Ich hoffe, Waldo tötet sie alle. Wo habe ich ihn denn da? Kommst du auch auf den Discord oder nicht? Guten Abend. Hi. Moin, meinst du? Hallo. Okay, Emic Red ist wieder da. Ihr wisst, was das heißt. Nicht lange, dann geht er wieder in Rage. Nein, 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 nicht das, nicht das. Wenn ein Admin stirbt, war Achso. Ah, apropos Admin, wo ist Sixpo? ich hab ihm geschrieben. Du hast ihm geschrieben? Sixpo wär... Simon. Sixpo ist auf jeden Fall derjenige. Aber der ist so offline. Simon? Nein, Sixpo. Oh, wait, ich hab grad Simon mit Sixpo verwechselt. Wow. Sixpo ist eindeutig derjenige, der stirbt. Vielleicht kommen die beiden Brüder auch noch, das wäre auch cool. David. Ich habe auf jeden Fall gefragt, aber hab noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, die sind Essen. Das ist ihre typische Essenszeit. Das kann schon sein, aber bei Simon läuft gerade laut Discord Minecraft schon für den ganzen Tag, also ich weiß auch nicht. Ich würde das aber Simon zutrauen. Ich auch. Ja, keine Ahnung. Also ich kenne ihn ja noch schon seit Ewigkeiten. Und ich finde das so lustig. Wenn er den ganzen Tag lief, dann... Lol. Ja, mein Gott. Ich kenne auch Leon, Paul, wie sie alle heißen. Wir sind Paul habe ich eben irgendwo online gesehen. Aber ich weiß immer nicht, ob ich mit ihm spielen mag oder nicht. Oh, nein, Brötchen ist da. Spielen. Ja, den kenne ich auch aus der Schule. Ja, Brötchen ist halt speziell. Besonders. Ja, Brötchen ist ein lustiger Kerl. Also wenn du den im echten Leben kennen würdest, der Typ ist so geil. Ich feier den. Ich glaube, ich hätte ihm schon mal auf die Nase gehauen. Das Bedürfnis kommt bei mir auch manchmal. Ah, schön. Ja. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was jetzt mit Waldo ist. Ich will jetzt nicht darüber gehen und sagen, Waldo, Entschuldigung, kommst du bitte? Diese Leute sind behindert. Mit sowas spielen wir nicht. Klar, kannst du das machen. Naja, ich kann die eh schon nicht leiden. Emigrate und ich habe gleich wieder so. Lass Waldo! Okay. Findet Waldo. Ach ja, da ist er. Da ist er. Ich hoffe, Waldo bekommt sein eigenes Kostüm irgendwann mal. Was ist das immer? Rot-weiß gestreift? Ja. Ja. Mit einer Cap. Und blaues Mützchen, glaube ich, und Brille. Ja. Blaues Mützchen und dann so eine runde Brille. Egal, sonst starte ich gleich einfach mal, oder?
bevor die Lobby zugeht. Dann, ja gut, ein Imposter automatisch, dann passt es ja. Moment. Okay. Hey Waldo. Ja. Es tut mir leid, aber das konnte ich mir nicht geben. Ja, danach war auch nochmal ganz kurz so Thema. Also wirklich ganz kurz, so wieso wir jetzt raushängen müssen, habe ich gesagt, naja, ich kann es halt nachvollziehen. Ist mir auch schon so häufig passiert, das ist einfach super frustrierend, wenn man einfach ohne Gründe halt rausgebaut wird. Vor allem nur zwei Votes, weil fünf Folgen einfach gar nichts gibt und dann man dann rausfliegt, ist einfach super frustrierend. Nee, aber ich meine, in der Runde davor auch, weißt du, haben sie halt nicht gewotet, obwohl ich genau gesehen habe, wie sie jemanden umgebracht hat. Warum ist Aki jetzt auch da? Ach, die mochtest du nicht, oder was? Hä? Nee, Aki, das ist einer aus meiner Wiege, der gehörte nicht zu der Truppe von da eben. Okay. Oder soll ich den nicht mitnehmen? Nee, mach ruhig. Okay. Ich bin schon jetzt voll lange. schon voll angespannt. Ja, wirklich, so, weil Aki ist eigentlich ein echt netter. Okay. Akro-Modus. Paranoia direkt. Ich habe keine Paranoia, ich fühle mich von diesen Gestörten verfolgt. Das ist mein alltägliches Paranoia. Leben. Wen mich? Nee, ich bin ja Psychologin, also ich kenne das. Das ist schon lustig. Bei Magnetic auf dem Stream sehe ich bei Waldo die Cappy, bei mir selber nicht. Oh, stimmt. Und bei Upgrade ist es dasselbe. Okay, hat Aki die Discord-Daten? Ja, ich habe sie ihm geschickt. Nice. Weil dann würde ich einfach mal starten und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wait, Aki hat eigentlich was Rotes an? Ja, der hat so eine Winterklamotte an. Ja, okay. Bei ihm sehe ich auch nicht. Gar nichts. Bei mir ist er blank. Ja. Waldo und Aki werden mir auch. Abfahrt. Tutu. Lass mal deinen Stream wegklicken. Kurz würde ich wegkneifen. Jetzt erst aufmachen. Spaß. So, vielleicht werden wir jetzt nochmal Imposter. Ja. Nein, natürlich sind wir jetzt Crewmate. Viel Spaß. Im Discord. Alter, achso. Tutu. Der Wayne Train. Da ist er, ja. Ach ja, herrlich. Aber da fällt mir ein, ich kann auch eigentlich die Ansicht ändern. Moment. Oh. Jetzt hat er natürlich noch ein falsches Bild. Das ist jetzt natürlich ein bisschen los. Moment. Boah. Ah, aber es ist verzogen. Oh mein Gott. Seht ihr halt natürlich nur die Hälfte. Das ist ja super unlucky. Naja. Warum bin ich jetzt hier hochgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nur verlaufen. Pondos. Weiß nicht, findet ihr die Ansicht so halt besser? Oder war die Ansicht eben besser? Ich habe eine Leiche gefunden, ich weiß nicht wo, weil ich nicht gesehen habe. Okay, Waldo ist tot. No! Ich verstehe die Tasten nicht, what the fuck. Und diese Map, ich kenne mich null aus. Ich auch nicht. Okay. Also, Magnetic war zumindest mit mir ganz kurz oben in Contamination. Ja, ich war lost. Bei mir waren auch noch, also ich war auch noch oben in Contamination kurz, bevor ich in den Reaktor gegangen bin und die Tasten nicht gefunden. Mit wem, okay, Luki, was hast du gemacht? In Admin? Mit Type 5, oder? Mit dir? Ja, aber das wäre schon länger her. Ja, voll. Aber dann bin ich runtergegangen und war Cafeteria und hab da die Tests gemacht. Ich hatte den mit dem Kackautomaten da einfach. Es gibt hier eine Cafeteria? Ja. Ja, ich kenne nur den einen so Kackautomaten, der ist so behindert. Ja, also ja. Ich habe Aki noch kurz gesehen oder so, oder war es braun? Also einen von den beiden habe ich noch kurz gesehen, es war halt dunkel, ich habe halt nichts gesehen. Außer das hat einer... Du hast wahrscheinlich mich gesehen, weil ich glaube, ich bin dir mal über den Weg gelaufen in Contamination oder irgendwo um den Dreh. Okay, also haben wir keine Ahnung. Das Licht fixen und genau vor dem Licht liegt er halt. Ich hätte es vielleicht erfixen sollen. Und wer war bei dir? Ich habe nichts gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Aha.
Ich wollte einfach nur das Licht fixen oben. Bam, bam, bam. Self-Report? Ist das ein Self-Report? Oh, Self-Report. So. Ja, ich habe heute schon ein bisschen Fall Guys gespielt. Ich bin natürlich wieder episch gescheitert. Das ist halt natürlich ein Spiel, was ich nicht so lange spielen kann, also Fall Guys. Weil mich das wirklich irre macht. Oh nein. Oh, wer war da jetzt? Aki? Type 5. Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Ja, du warst halt nicht da. Ich weiß nicht, was du in der Zwischenzeit gemacht hast. Ja, also, ne, lieber Chat, ich habe mir jetzt vorhin einen Recaro-Stuhl bestellt. Was ist passiert? Ich habe Geld verloren. Viel Geld. Ja, aber warum sagst du mir dann nicht Bescheid? Lol. Ich hatte eigentlich ab 16.30 Uhr Zeit. Ist ja schön. Weißt du, was noch schön ist? Reactor Meltdown und keiner geht hin. Wo steht die denn? Ich habe versucht, einen Reaktor zu finden. Ich war Bist du schon im Reaktor? Nee, ich war im Locker Room gerade. Ich bin auch nicht im Reaktor. Mhm. Was denn? Ich war auch nicht im Reaktor. Also ich war da mit Emigrate. Eigentlich sollte er wissen, dass ich es nicht war, außer es ist wieder ein Self-Report. Also ich kann gar nichts wissen. Ich weiß gar nicht, dass du nicht im Reaktor warst. Ich habe bloß gesehen, dass irgendein... Ich war erst Wir mit Aki... Aber das ist schon die zweite Leiche, die du findest. Aki und Type 5 waren erst mit mir unten rechts in der Cafeteria. Da habe ich beide aus den Augen verloren, wollte Richtung Reaktor laufen. Und plötzlich sehe ich Aki tot in kurz vor Reaktor. Also du warst die meiste Zeit hinter mir. Ich erkläre mal kurz für die anderen, wie es abgelaufen ist. Also, wir laufen beide zum Reaktor. Er war kurz hinter mir. Ich, Idiot, finde den Reaktor nicht und laufe unten an Locker Room vorbei und denke mir so, okay, hier kommst du nicht hoch. Lauf wieder zurück, lauf in Locker Room rein und bevor ich überhaupt irgendwas gesehen habe, wurde die Leiche gefunden. Das heißt, ich kann es nicht gewesen sein. Okay, dann würde ich schon fast dran mit Netting, weil sie sich gar nicht verteidigt. Hä? Alter, ich vote für dich, weil du der zweite Schild zweite. Ich will zweimal Self-Report machen. Ja, warum nicht? Das ist die Frage. Das ist doch. Warum sollte ich das auf ihn machen? Auf. Oh, ihr habt mich wirklich rausgekickt, oh lol. Ja, okay. Zwei Leute haben für dich gevotet. Es ist bestimmt Type 5. Oh mein Gott, es ist bestimmt Type 5. Nein! Das ist bestimmt Type 5. Danke Leute, ich hab gemeint, ich bin... Alter, Luki! Ich hab mir gedacht, ich bin heute komplett los am Boden, einfach in den Postal, hast du Frau! Du hast gerade auf der Map, die perfekt bei einem Imposter ist, gegen 6 Leute gewonnen. Ich kannte die scheiß Map nicht. Warte, Moment. Poster, weil du kannst von überall hinblenden. Das hab ich gemerkt. Ja. Wir kommen später auch noch, aber wir können, also... Okay. Ich habe gerade gemerkt, es gibt hier einen Doorlog, wo du nachschauen kannst, welche Person wann durch welche Tür gelaufen ist. Ja, das gibt's in dieser Outdoor-Map auch. In dieser Outdoor-Map gibt's das auch. Keine Ahnung, ich habe bis jetzt nur diese eine einzige Map gespielt. Die anderen Maps sind für mich komplett neu. Ich finde das geil, dass du bei dieser Map einfach überall hinwenden kannst. Da freut sich der Luki. Nein. Das ist halt auch wirklich, es macht tatsächlich, als Imposter macht es auf der Map wirklich Spaß. Auch wenn du verlierst, das macht einfach Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß. Du kannst solche geilen Vendkills machen. Du kannst Toll. So geile Vendkills üben für andere Maps. Üben. Vor allem. Ja, nur das Problem ist, bei der Map, die wir sonst immer spielen, bist du halt im Vend extrem beschränkt, deswegen. Es stimmt, aber du kannst also so ein bisschen präziser. Da kannst du halt hinwenden. Kill, zurückwenden und sagen, ach, du warst nur kurz in dem Raum und hast geguckt, ob da was Kurzer ist. Kurzer Tipp für euch. Ja. Next. Wenn ein Reaktor ist, geht am besten gleich zu zweit hin, weil du kannst von außen reinwenden in den Gang.
Ich bin reingewendet in den Gang, hab gewartet, bis wir kommen, bin rausgegangen, gekillt, reingegangen, wieder weggegangen. Ey, du kannst ja sogar von Lunchpad bis hoch nach Greenhouse. Ja. What the fuck? Nee, du kannst von jedem Wendel. Ganz, ganz hin. Wild. Ja, ja, ja. Wild. Ja, die Contamination, ich seh's grad. Wo Magnetic mit mir oben im Raktor war, gleich am Anfang, als das Licht ausging, hätte ich im Prinzip in Laboratory wenden können, in Electrical einen umhauen, wieder zurückwenden und sie hat halt danach geproofed zu Jordi. Ey, das halt bei mir. Nico, kommst du jetzt noch oder was ist hier los? Auf. Grafikkarte updated gerade noch. Alter, das ist Among Us. Grafikkarte ja. Updated? Grafiktreiber meint er wohl. Egal, gut, dann starten wir nächste Runde. Ja, ich glaub grad eine neue rein. Gut. Ach so. Na dann. Oder kannst du also so geil einfach Licht ausmachen, hochwenden, killen und danach wieder wegwenden. Na. Oh Junge. Also dem vertraue ich nicht mehr. Sehr gruselig. Sehr gruselig. Da Movement Speed einfach irgendwie auf 0,5% oder was. Okay, Leute, also Licht fixen, oberste Priorität, weil sind wir komplett lost und sehen gar nichts mehr. So. Halt, stopp. Da rein. Ah. A-Key und Type 5. Ah, ja. Oh. Wir haben die 30514. Und Kiba, ich weiß nicht, ob du da bist, aber falls du da bist, ich habe mir jetzt Phasmophobia geholt. Und das werden wir dann natürlich auch spielen. Ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten gesprochen. Das werden wir auf jeden Fall machen. So. Hier muss ich gar nicht hin. Keine Leiche. Ach, es war Type 5, Okay, Oxygen. Puh, wir rennen mal da runter. Da lang. Muss ich da lang? Okay. Nice. Morgen dann, oder? Ja, also ich lasse es über Nacht laden. Ich weiß nicht warum. Also ich hatte vorhin eine Download-Rate von irgendwie 5 Kilobit. Ich bin so total lost. Luki. Hoppala. Hat er verdient für die letzte Runde, just saying. Okay. Ihr wart zu einem Zeitpunkt zu dritt in der Cafeteria und dann ist von unten einer zu euch gekommen. Wer war das? Von unten? Was? Ich bin nach oben gelaufen, weil ich stand an der Antenne und ich dachte, ich muss da eine Quest machen, aber musste ich gar nicht. Ich musste da eine machen, wo Emigrate eine machen musste. Also Magnetic und ich sind gemeinsam über den Flur ins Cafeteria gegangen. Ich auch und habe da einfach erst gemacht. Bevor der Oxygen deplete war, da waren alle einmal bis auf ich und Luki, weil der ist tot. Ja, Type 5 war dann noch da und der war irgendwie komisch. Aber ich bin von oben gekommen, dann war es da du und Waldo, ich habe mir die Gießkanne geschnappt. Nee. Waldo und ich, wir waren da gar nicht. Emigrate und ich, wir waren da. Ja, dann weiß ich nicht, von was ihr redet. Ich war bei diesem komischen Lagerraum mit dem Wischlappen drinne. Ja, da war Emigrate genau, und ich. Ja, aber da war ich schon längst weg. Da waren es zwei Leute bei mir. Bist du weg durch den Wind? Nein, ich bin nach oben gelaufen. Zu dem vote dich, du bist das Bisches. Ich weiß ja nicht, wo die Wände sind. Das macht's ein bisschen schwieriger. Toll. Dann sehen wir mal. Ich weiß nicht. Hast mich nicht überzeugt mit Netflix, tut mir leid. Okay. Aha, okay. Oh mein Gott, hoffentlich sterben wir nicht. Aber wir haben fast unsere Tasks durch. Oh mein Gott. Schnell. Ich hier, Super Kitty in ihrem tollen Laborkittel. Ja. Ah. Oh mein Gott. Da hoch. Schnell. Ja, also morgen möchte ich es dann gerne spielen. Fände ich gut. Ich habe auch vorhin nochmal
die Informationen aktualisiert. Oh nein. Nein! Oh mein Gott, God bless. No! Braun liegt tot rum. Gut, aber dann war er schon mal nicht. Ich weiß ja bloß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, wo das ist. Wenn man von Greenhouse runterläuft, da wo Atman ist, dann nach links läuft bei dieser komischen Y-Gabelung. Da lag der. Ah, ich weiß, ja, wo du meinst. Okay, schade, ne? Oh, Waldo, Nee, nee. Nicht schade. Doch, doch, sehr schade. Ich glaube, das erste ist. Hi, Peachy. Wo warst du denn, Waldo? Ich war die ganze Zeit über im Reaktorraum. Aha. Im Reaktorraum, okay. Ja. Aki, was hast du gemacht? Du bist gemutet. Ja, fuck me. Ich wollte fragen, weil du bist dir sicher, dass du die ganze Zeit im Reaktor warst? Also, in dem nördlichen Teil der komischen Endkontaminierungszone. In dem Reaktor und Labor daneben, da war ich die ganze Zeit. Hm. Also ich kann zumindest. Aki, was hast du denn? Ich aber habe oben bei Atman gesehen. Aber was hat Aki denn gemacht? Schon her ist. Bei Atman war ich. Ich war bei Atman die ganze Zeit und ich habe niemanden. Was hast du gemacht mit Netic? Ich war auf der linken Seite, hab meine Task fertig gemacht. Ich glaube, weil du Leute, das ist Emigrate. Was? Mann! Ihr seid doch nicht. Oh mein Gott, ey! Ich bin tilt. Netic, ne? Das verzeih ich dir nie. Was? Warum ich? What the fuck? Tja, Waldo. Oh, warte, ich darf Aki nicht verlieren. Ich darf Aki nicht verlieren. Hä? Wo geht er hin? Oh mein Gott! Wie ist Emigrate denn so schnell hier hingekommen? Der ist aber... Das war so klar! Das war so klar! Ganz kurz, habt ihr jetzt nicht mal gesehen, dass ich da reingewendet bin? Doch, natürlich, ich hab gedacht, hey, wie kommt der so schnell dahin? Der ist nicht durch die Türen gelaufen. Aber was soll ich machen? Magnetic, seit wann war das so klar? Nachdem oder bevor du mich rausgeordnet hast? Danach. Warum bist du jetzt so gemein? Aber kann ich doch nichts dafür. Moment, es haben dich zwei Leute rausgevotet. Von dir ganz strukturierte Ansagen gewohnt und du hast gerade so rumgestammelt, wie so ein 5-jähriges Mädchen, das dir den Lolli weggenommen hat. Das war gerade aber auch so gemein, dadurch, dass ihr nach Reaktor musstet, also da mussten ja beide hin, ich konnte einfach reinwenden, ihr konntet nichts dagegen tun, weil der Report-Button ist so weit weg und ich kann ganz geschillt jemanden töten. Ich dachte erst, wird nett. Nein, ich dachte mir, du hast dir sowieso viel Zeit gelassen können. Peachy, kann ich hellgrün sein? Ah, hi, Peachy. Hallo. Ah, guck mal, da freut sich Colm. Ich freue mich immer, wenn du das machst. Wieso sagt der Name was, Peachy? Queen of Salt. Deswegen Queen of Salt. Salty. Okay. Hab ich jetzt legit, ich hab den Titel bekommen bei mir in der Gilde, das ist bei mir eingetragen. Queen of Salt, echt? Ja. Warum das? Weil ich uns Weil, wie, warum das? Du kennst sie doch. Boah, Waldo, ja, das war nicht okay. Waldo, musst du nicht mal alles petzen, du. Naja, ich tut's immer noch leid wegen dem letzten. Alter, Luki oder Emigrate, wer von euch ist der Kekse? Alter, Nico, komm ran, wie lange kann das dauern? Holy shit. Ich hab dir schon längst verzählt. Ah, da bist du, nice. Chips, ich will meine Prinzenrolle aufmachen. Was? Prinzenrollen. Ja, bitte, mach leise auf. Nicht das Mikrofon in die Prinzenrolle stecken. Herr, redet ihr mit mir? Was? Nein. Nee, nee. Ich weiß nicht. Okay, alle bereit? Ich hab Prinzenrolle eröffnet. Ja. Cool. Nö. Haben wir Dings, Player Speed ist ich kenn eins, okay. Ich kenne die Map aber nicht, ne? Wollte ich nur sagen. Voting Time nur 60 Sekunden. Oh je. Yeah. So. Ach ja, schön.
Hab ich irgendeine Task? Ja, ich hab wieder die Schildkröten-Task. So. Tada! Let's go! Wir tryharden natürlich wieder richtig rein hier. Erstmal, oh! Also, ob Waldo da schon steht. Also, Waldo und Luki waren zusammen. Das merken wir uns. Waldo und Luki. Sechs, acht, fünf, sieben, acht. Nice. Oh, diese Blätter immer, ne? Aber besser als diese Memory Quest. Die kann ich gar nicht. Ach ja. Nice. Erst einmal, wie viele Imposter haben wir jetzt? Zwei. Zwei. Okay, zwei. Ich wollte gerade sagen, es sieht so aus, als wären es zwei. es sieht so aus, ja. Also Nico ist es schon mal nicht. Ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass es der Grüne ist. Das ist Nico. Was habt ihr denn gerade gemacht? Oh. Ja. Ja, also Piet, mit Netic und ich sind gemeinsam nach oben gelaufen. Ja. Also aber Waldo, du warst mit Luki zusammen unten. Mit Netic wag es nicht mehr wieder ins Bein zu kommen. Nee, also ich war mit Waldo unten zu Lights und dann waren da mit Netic und Peachy. Haben Lights gefixt. Ja. Aber Peachy war verdammt schnell oben bei Lights. Warum vergisst mich eigentlich jeder? Ja, also Arki und ich sind gemeinsam, als das Licht ausging, nach oben gelaufen. Da war noch niemand im Flur tot. Danach habe ich mit Netic in der Admin-Konsole. Ich habe gar keine Zeit, alles zu rekapitulieren, was passiert ist. Also wo lag denn überhaupt die Leiche? Ja, nee, Luke ich oben, bin's auch Netic nicht. War oben, ich war oben, Waldo war oben. Ich habe dann links den Task gemacht, das war ich noch. Ich hab ihn aber Emigrate habe ich wenig gesehen. Ja, richtig, ich war gerade im Labor. Ich musste erst irgendwie durch Contamination und habe dann im Labor so eine komischen Kisten sortiert. Irgendwelche komischen Dinger in Kisten einsortiert, was auch immer das war. Ich muss in der nächsten Zeit die Voting Time hochstellen, Entschuldigung. Ja. Sagt 60 Sekunden. Und Voting Time, knapp. Geil. Bisschen runterrappen. Oh, nice. Oh mein ja, Gott. Bleibt da. Okay. Oh. Ich find's halt auch so nice, weil nie einer in meiner Nähe ist, ne? So. Oh, ich glaube, Peachy will uns. Und da ist Luki. Oh mein Gott, haben wir Luki nicht eben noch da vorne gesehen? Ah, gut, wir haben auch Spaß gemacht. Oh mein Gott. Luki und Peachy. Oh, falsch. Luki, Peachy und... hä, wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, da war auch echt viele Einladungen, wusste, dass ne? Alter. Ich Finger schon weh vom rechts links laufen. Oh no! Okay, so läuft es hier nicht so. Game, also Discussion Time. Ja, das mit Emigrate ist mir als erste Runde gerade eben draufgefallen. Vor allem erst Arki, dann ich, dann wir beide. Ja, vor allen Dingen, ich habe für dich gewotet, weil ich gedacht habe, der ist suspicious. Hä, wie meinst du erst Arki? Ja, ich habe für Emigrate einfach gewotet, das war einfach ein Gefühl. Nee, Quatsch, das erste war Luki, Entschuldigung. Aber ich setze mal den Kill-Cooldown ein bisschen hoch, ja? Ja, kommt doch an, wie lang? 45 Sekunden? 50 Sekunden? Was? Geknappt über? Bist du geknappt über? 13. Also nicht mehr als... 13! Nicht mehr als sonst. Nicht mehr als sonst, wie gesagt. Aber dann schon Kill-Distance long, oder? Nee, Kill-Distance... Nee, maximal normal. Ich würde eher sowieso short immer gehen. Ja, ich weiß, es ist sonst echt madig, aber... Besprechung hochsetzen. Voting ja, das auf jeden Fall, also und oder Voting-Time. Voting-Time kann ich... Hab ich doch schon hochgesetzt, beides. Ja, aber kannst du doch getrost auf 90 machen noch. Voting-Time. 5 Minuten, beides. 5 Minuten, beides, nein. Oh mein Gott, ich will töten und nicht. Immer seine Zeit, okay, halt sowas müsste ich genau bei uns ausgehen, 5 ja, Minuten, beides. Bei dir ist es anders, ne, Waldo? Du bist ja, immer schneller fertig als ich. Ja. Also ich finde diese Regelung jetzt nicht mehr richtig imposter-friendly. Gilt es dann short, so. Wie soll ich denn da spielen? Wenn man,
wenn man einen Imposter hat, einen Kumpel hat, der auch checkt, dass er jetzt irgendwas machen soll. Alter, das so. Ist schon peachy. Oh, stopp, stopp, oh! Oh, wo ist noch da? Wo kommt der denn her? Also, ja, ich bin auch da. Hi! Und wo ist Ben? Ist Ben Ovo? Ich dachte, das sind zwei unterschiedliche Leute. Wo ist Ovo? Ja, Ben! Joinst du noch rein, oder? Ja, wie? Hä? Wie? Ja, Link. O-Y-W-R-X-Q. Drauf? W-R-X-Q. Ansonsten in allgemeinen Chat. Ja, so wie immer. Achso, okay. Ja gut. Weiß. Fertig? Ja. Player. Der Player. Okay, Abfahrt. Uff, Leute. Einfach uff. Game of Crew, mate. Hier werden natürlich schon wieder gar keine Ahnung, ne? Ich bin schon wieder komplett lost. Komplett. Wo? Ja, Heiner. Peachy und Waldo. Wart ihr zufällig gerade beim Licht? Nee. Nee, beim Licht waren. Peachy ich war bei Madbay. Der Grüne. Also, der Blaue. Also, der Grüne heißt aber Blau ist. Was? Ist, der Name ist so genial. Und ich kann nicht mal den Discord-Namen sagen, weil es nur irgendein Anime-Avatar ist. Ja, das sind zwei. Das ist Nico. Direkt bei der Kreuzung hoch zu Admin und Lights. Also, ich war da nicht. Und Peachy, glaube ich, auch nicht. Aber ja, aber Peachy, Moment, ich habe dich ja alleine gelassen. Nee, Peachy ist mit Baldo nach unten links gelaufen, die sind mir dann entgegengekommen, als ich mit Luki von unten links kam. Wer war gerade mit mir oben im Reaktor? Ich war Reaktor. Wo ist die Leiche? Okay. Also ich bin an der Gabelung. Richtung Reaktor und da ist Baldo dazu gestoßen. Richtung Cafeteria und Richtung Office, Admin und Greenhouse hoch. Genau. Ja, da bist du doch gerade hochgelaufen, Arki. Ja, und dann habe ich den Leiche gesehen und habe auf Freeport gedrückt. Ich hätte dich doch direkt im Dropship schon abstechen können, okay. Aber Peachy, wo bist du danach hin? Nach Madbay? Reaktor, und dann kam Baldo von oben und dann ist er dazugestoßen. Und er lebt noch, na dann. Wie, warte, nur weil ich lebe, willst du mich jetzt worten, oder was? Nee. Doch. Das war eigentlich nicht meine Intention. Leute, wir können ruhig skippen. Also, ich bin auch für Skippen. Ja, ist so. Aki, Mann, du bist keiner Satz. Peachy zieht mit, Leute. Peachy ist auch Satz. Beides Imposter, just say, dann merkt euch das. Oh, so. Wenigstens, weißt du, es gibt eine Leiche und ich denke mir nur, Gott sei Dank habe ich meine Task fertig bekommen, weil ich ein richtig soziales Roommate-Geschöpf bin. So, 7, 0, oh. 6, 6, 7, 4, 1. Okay. Comms active. Okay. Kann ich jetzt bitte? Danke. Oh, da kommt grün. Da geht grün. Habe ich schon um meinen Finanzstatus geweint? Ja, ich habe mir einen neuen Stuhl bestellt. Das ist echt wird teuer. Und dann habt ihr im Bild hier nur noch so ganz viel Stuhl. Weil es ein Recaro-Stuhl ist. Nein, Aki ist das. Wo liegt er denn? Direkt vor Electricity. Wer hat nochmal dieses komische grüne kleine Pad? In der Bubble? Ich hab das. Nee, ich glaube, Luki ist das. Nee, ich hab nur... Nee. Ich hab dieses Mini-Mini-Ding. Ja, Leute. Wo war die Leiche? Wo war noch eine Leiche?
direkt vor Electricity ist der Report-Button aufgeploppt und da stand jemand bei Electricity. Kann natürlich sein, auch, dass jemand die Lights gefixt hat und das nicht mitgekriegt hat. Dass aber ich bin reingegangen, aber der war ja noch nicht tot. Und ich meine, ich hätte noch auf der linken Seite oder so was Hellblaues gesehen. Ich glaube, Aki war. Electricity? Die ist ja tot. Ja, ich weiß, aber ich. Wir waren vor Communications beim Wires-Fixen im Gang. Du? Nee, vor Communications, also hier bei Locker Room drin oder was? Ja, genau, nein, davor, ja. Genau, in dem Gang. Da war ich. Hey, danke schön. Und danach war. Ah, okay, aber, gut. Ich bin auch zu nichts gekommen momentan, ich antworte dir später. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist im Office, glaube ich. Nee, ist rechts oben. Achso, Lightfixing, okay. Peachy, warum votest du für mich? Weil du da halt gesagt hast, als du. Die ist fast rausgeflogen. Boah, okay, Peachy, alles klar, jetzt. Weil der Hate. So. Alles klar, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Es war immer der Gärtner. Ah. Ja, mal sehen, danke. Ist ja bei mir wieder ein bisschen chaotisch, wie du weißt. Alter, es ist nicht wahr. Ich habe gerade UFO wenden sehen. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, ich habe gerade im Doorlog geschaut und ich habe erst Southeast und dann Northeast bei UFO gesehen. Also, das kommt nicht zusammen. Ich habe gerade UFO wenden sehen unten bei der Cafeteria, bin gerade runtergelaufen Richtung Button und dann hat er aber schneller gedrückt als ich. Ich habe aber auch bei dir ein paar komische Sensordaten gesehen, also I don't know, ich glaube da ja eher Emigrate. Nee, ich habe nicht mal wegen Emigrate gedrückt, ich habe gedrückt, weil der grüne, also blau, bei Office oben gewendet ist, also das Licht aus war. Er ist reingelaufen, in dem Moment, als ich das Licht gefixt habe, ist er gewendet. Der grüne, also blau. Aber dunkelblau ist aber mir gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen bei für die Wires und das sah relativ gut aus, wie er die gemacht hat. Also ich war Ovo habe ich getroffen, genau, noch wo ich hochgelaufen bin. Ach komm, wurde mich einfach raus. Hat eh keinen Sinn gegen Emigrate und der Grüne. Also Ovo ist, sage ich, ist safe nicht, ne? Weil der mit dem ich auch rumgelaufen am Schluss. Warte mal. Ja, ich hab ja bloß gesehen, ich hab ja nicht gesagt, dass er irgendjemanden gekillt hat, ich hab bloß gesagt, dass er gewendet ist. Also warte mal, Ovo sagt, der Grüne hat gewendet und der Grüne... Ja, und ich weiß, dass ich es nicht bin, also ich wollte ihn gerade protecten, aber wenn er sagt, ich bin... Emigrate beschuldigt mich. Also beschuldigen wir uns alle gegenseitig. Aber ich hab dich wenden sehen, darum geht's doch, ich hab dich wenden sehen, nicht du mich. Nice, sie haben ihn rausgekickt. Sehr gut. Ah, das ist ein gutes Gefühl. Gerecht. So, und jetzt noch Waldo, bitte. So, wir setzen hier wieder unseren Kristall zusammen. Ne? Nice. Wie ein alter Profi haben wir das gemacht. Ich will mich. Warte. Ah, hat zu lange gedauert. Alter. Ja, die Kill-Cooldown ist viel zu hoch. Ich weiß, ihr kennt mich noch nicht, aber ihr müsst mir vertrauen, wenn ich sage, dass es Baldo ist. Ey, du sagst nicht, dass ich es bin, ey. Weil ich dich durchschau, Alter. Ich bin jetzt dreimal hintereinander im Poster. Das ist Emigrate, war aber ja hundertprozentig klar, aber...
Ich hab erst gedacht. Ich war mir 1000% sicher, dass du gewendet hast. Wir haben noch einen verloren. Uwo, ich dachte, du hättest mich gesehen, wie ich gewendet habe. Nee, ich hab nur gesehen, dass du auf dem Vent standst. Oh, ich gehe aus dem Vent raus und plötzlich kommst du da um die Ecke. Aber uns fehlt. Ey. Der Grüne war mit mir im Office drin. Der Vent ging auf und der Grüne war weg, aber der Grüne ist anscheinend nicht gewendet. Digga, ich weiß nicht mal, wie man hier wendet. Jungs, der Magnet will was sagen. Nee, schon vorbei, danke. Der Magnet, ich will was sagen. Oh, cool, Magnet. Der Magnet, ja. Kriegen immer mehr Spitznamen. Nee, ist voll im Moment. Oh, und immer wieder die Lichter. Ich weiß die Simon-Variante. Das geht viel okay, ich habe nichts gesehen. Nur den Report-Button. Ich bin Richtung... Gang und mach grad Weiß. Ja, ich bin Richtung Lichter gelaufen und bin durch den Gang gelaufen und dann... Sind wir nicht alle Richtung Lichter gelaufen oder so? Nee. Ich bin am Spawn stehen geblieben. Du hast die Aufgabe gemacht. Ich bin jetzt... Okay. Es sind zwei Leute weggelaufen und ich bin umgegangen Richtung Lichter. Ja, ich bin noch umgegangen. Ich bin gelaufen von Licht, ich bin Richtung Dropship, also zum Anfang wieder gelaufen, weil ich dachte, dass durch das Licht auch schon... Ich habe zwei Richtung Reaktor gehen... Also sind doch super viele Richtung Reaktor gelaufen, oder nicht? Nee, nur ich und... Magnetic. Also ich habe nur mich gesehen. Ich dachte, es sind mehr Leute. Owo, ich glaube, du hast dich gerade versprochen, weil du gesagt hast, nee, nur ich und, weil du konntest nichts sehen, also reporte ich dich. Nee, ich hab wen gesagt... reportest du jetzt? Ah, Owo. Ja, Owo, weil er gesagt hat, nee, nur ich und dann hat der aufgehört und gesagt, ja, ich habe nur mich gesehen, weil ich da halt aus war. Nein, weil jemand hat gesagt, es sind zwei nach Reaktor gelaufen. Ja, zwei sind zuerst gelaufen und Magnetic habe ich am Anfang nicht gesehen. Das habe ich gesehen. Magnetic, warst du am Anfang auf Launchpad? Nee. Hab ich auch gesehen, wie ich hochgegangen bin. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf dich geachtet, weil ich mit mir selbst beschäftigt war, aber... Okay. Ich wollte es nicht so sagen. Aber... aber... Also das mit Owo war jetzt unlucky. Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach für ihn gewotet. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, ich hätte skippen sollen. Ah, egal. Ja. Boldo, was ist bei dir los? Ja, mit Netty kann das was? Alter! Aha. Ist halt so frech, ne? Ich hab das Gefühl, in den Runden, wo ich so ganz brav Crewmate bin, hätte ich immer am schlimmsten rangenommen. So am härtesten kaputt gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich echt nichts anderes machen will, außer meine Task, weißt du, so ganz in Ruhe und entspannt und dann immer. Dann wird immer voll hart reingetiltet. Komm. Ich glaube, Emigrate schon wieder verdächtig ist. Oh mein Gott, das war Player. Es ist rot. Das war halt richtig dumm. Was kannst du sagen? Es ist rot. Wieso, was hat er gemacht? Ja, er hat gerade Emigrate vor meinen Augen getötet. Nein, ja, okay. Die Sache ist halt, Magnetic ist von vorhin schon kein Wissers, also... Oh mein Gott, ihr seid es beide. Ich bin es nicht. Also Player, ohne Spaß, das war halt super unlucky, weil ich halt da an der Ecke stand, weil ich dachte, Emigrate wäre, ne? Schon wieder, naja. Aber... Owo kann ich wirklich decken, der hat mich schon gefühlt. Okay, aber ich schwöre auf Akila, dass Player ihn gerade getötet hat. Ich hab ihn nicht getötet, du hast ihn getötet. Ja, ich stand halt 3 Meter weg. Ich schwöre auf ihren süßen Hund. Ich habe auf meinen süßen Hund geschworen. Player raus. Wenn ihr auf ihren Hund schwört, dann ist das einfach ihr Leben. Also Player raus. Nee. Vor allem Owo direkt so, nein. Waldo? Ich bin es nicht. Ich, ja, was? Waldo, verstehen wir uns? Ja, was? Worum geht's gerade? Ich war gerade mit meinem Stream beschäftigt, sorry. Alter, ihr müsst Player voten, oh mein Gott. Nee, es ist mit Aber das ist doch Aussage gegen Aussage, oder nicht? Willst du mich verarschen, Waldo? Wir sind ja nicht auf deinem anderen Discord-Server, wo alle Leute retarded sind. Waldo, sie hat auf ihren Hund geschworen. Das ist alles. Sie hat auf ihren Hund geschworen? Sie hat auf ihren Hund geschworen. Guck den Süßen mal in den Augen. Wer gibt den freiwillig her? Niemand.
Mit Netflix. Was? Nein, gibt's. Alter, euer Ernst? Gleich schon. Hab ich irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Achtet mal drauf, ja. Ja, ist auch nicht doch egal, ist leichter gewesen. Who cares? Was muss man hier eigentlich machen, damit einem geglaubt wird? So. Ja, am Arsch! Was ist mit denen? Wie kann man so dumm und retarded sein? Können wir jetzt rot rausvoten? Wollte ich mich gerade sagen. Wir schwarz rausvoten? Nein. Also rot war es diesmal nicht, weil wir die ganze Zeit bei rot waren. Er hat nicht Peachy getötet. Aber er ist trotzdem schuldig. Stopp. War Peachy nicht letzte Runde tot? Ja. Echt? Das wusste ich nicht. Ja. Doch. Letzte Runde waren drei Leute tot. Ja, letzte Runde waren drei Leute tot. Oh. Peachy war schon tot. Egal. Warum, Luki, warum machst du dann Emergency? Im Grund, weil ich das gerade wissen wollte, dass er keine gefragt, wo war überhaupt die Leiche und wer war alle mit dabei. Du hast Player beschuldigt, Netic hat Player beschuldigt, Player hat Netic beschuldigt. Ja, aber nur bei Emigrate, von PG weiß ich nicht. Also von wo ich von Reaktor runtergegangen bin, ja. Mhm. Dort vor den Lockerraum. Da hat sie dann ihn getötet und ich habe dann reported. Wer hat wen getötet? Du hast Emigrant, glaube ich. Ja, Emigrant hat so getötet. Aha. Und wo warst du? Ja, du bist Player, oder was? Du bist Player. Das ergibt jetzt keinen Sinn, Magnetic, weil du hast vorhin ihn noch geblamed und gemeint, du standst um die Ecke und hast genau gesehen, wie er... Ja, ich stand hier auch um die Ecke. Woher soll ich wissen, dass Ben 0216 Player ist? Weil er auf Player reagiert hat. Und vor allem, weil du ihn geblamed hast direkt beim... Ja, aber er ist es ja auch einfach. Also ich habe ihn dabei gesehen, wenn ihr mich jetzt rausholtet. Ihr seid so behindert, was muss man denn hier machen, damit einem geglaubt wird? Wie viele Tode habe ich schon gesehen, wo ich das gesagt habe? Oder einfach... Luke ist der Zweite. Ich nehme an, PG lag in. Alles klar. Alter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alter, es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Was ist das? Nee, Alter, nee. Also jetzt ohne Spaß, ich bleib jetzt hier stehen, mache meine Task nicht weiter. Ja, und weiß ich nicht, keine Ahnung, muss mir gleich noch ein Energy Drink oder irgendwie sowas. Auch mein Alter, mir ist richtig warm, weil ich mich so aufrege. Boah, das kann's doch nicht sein. Ja. Vielleicht kommen sie ja noch drauf, ja. Aber das ist so dumm. Was muss ich denn machen, damit mir geglaubt wird? So, oh nein, sie ist ein Mädchen, wir voten sie raus. Oh, sie hat gesehen, dass sie jemanden getötet hat. Und das ist Aussage gegen Aussage, da können wir nichts machen. Ja, Alter, wie richtig... Ach, nee. Zum Glück reg ich mich nie auf oder so. Alles entspannt. Ja. Ich bin verdammt versiert. Ich stehe in Lab und da ist nirgends eine Leiche, aber ich kann reporten. Und der Grüne ist nie in Lab reingelaufen. Der ist vor Lab umgedreht. Also vor Bier. Also die Leiche liegt... Ich habe leider kein Bier. Also anscheinend, weil ich konnte reporten. Dort, wo Reaktor ist, oder? Der, ja, Grüne war mit Waldo und mit mir gemeinsam in Reaktor drin. Weil ich habe meinen Task nicht gefunden, habe dann erst gemerkt, dass der Task in der Mitte, der ist meiner mit dem... Der Grüne ist eben vor Reaktor umgedreht. Ich war ja auch in Reaktor. Ja, da war nicht in Reaktor drin. Ja, mit mir und mit Waldo warst du. Aber du bist jetzt gerade nicht drin und Waldo auch nicht. Ich war mit Aki die ganze Zeit. Ich bin gerade alleine im Reaktor. Ja, dann also bei Lab. Und da ist anscheinend eine Leiche. Alter, schon wieder Waldo. Die liegt da nicht mal. Self-report. Und Luke war der Letzte, der drin war. Aber ich war nicht der Letzte, Hoffentlich sterben sie alle. Dann ist da offensichtlich die Leiche irgendwo hinter einer Wand oder was weiß ich, hinter einem, keine Ahnung. Ne. Ich würde sagen, Self-report. Da muss ja was sein, das könntest du nicht reporten. Die Sache ist halt, Luke ging halt in den Reaktor rein, ist dann nie wieder rausgekommen.
Hey, doch, ich bin spät, hier hast du wieder rausgekommen. Ich hab diese scheiß lange Task mit diesen Kack verschiedenen. Nein, ich will die Kacke. Nap die Kabel. Ich bin für dich halt das Self-Report. Ey, das ist. Alter, das ist so dumm. Die sind so retarded, das kann's doch nicht sein. Oh mein Gott. Ich hab dir geholfen, mit Nettig rauszuvoten. Ja, weil du behindert bist. Entschuldigung. Dass ich an der Stelle mich einfach aufregen muss. Aber es ist halt einfach richtig dumm. Wahrscheinlich sitzt Waldo jetzt an seinem PC und lacht sich tot. Ja? Weil es halt schon wieder passiert ist. Ich sag halt einfach die Wahrheit, so total legit. Ist einfach, ja. So ist es, habe ich gesehen, war halt dumm, aber habe ich gesehen. Du bist schuldig und alle so. Ah, ich glaube, Magnetic ist es. So, ja. Nein. Aber egal. Oh, ich wollte meine Tasks eigentlich nicht mehr machen, aber ich habe mich so aufgeregt, dass ich mich jetzt irgendwie ablenken wollte. Fuck. Well played. Ich wollte so gerne Arc. Moment, habt ihr gerade well played gesagt? Outplayed. Es ist so dumm. Die Imposter haben das gut gemacht. Fertig. Die haben das nicht gut gemacht. Wie kann man nicht sagen, der hat den getötet, weißt du? Und ich, Entschuldigung, dass ich nicht gerafft habe, dass Player irgendwas Ben 0216 ist, weil das kann ich halt nicht zusammenbringen. Aber so funktioniert nun mal das Game. Wenn du dann, wenn das irgendwann den anderen Leuten komisch vorkommt, die Sachen erzählst, dann ist es halt keiner Sass. Hä, hey, warte, also, da muss ja mein Spiel ja komplett verbuggt sein, weil ich habe Luki ernsthaft nicht rauslaufen sehen. Aus Reactor. Ich war draußen. Und es lag auch keine Leiche im Reactor. Ja, bei mir ist auch ein bisschen buggy. Ich sehe auch keine Skins und sowas, so ein Scheiß. Uff, uns fehlen noch zwei Leute. Emigrate fehlt noch. Zwei Leute, Leute. Ich hab einen auf jeden Fall. Hier, Neo, du kannst joinen, wenn du willst. Nein, die noch von der Runde davor. Ach, okay, dann never mind. Neo, du kannst auch nicht joinen. Was, Walter? Ultimate Troll, Mann. Also, Waldo, ne? Aber was ich nicht verstehe, Player, warum hast du mich nicht im Admin abgestochen? Ja, ich wollte machen, dass du mich vertraust, verstehst du? Hate ist raus. Ich bin so zufrieden, als ich Imposter war, die letzten Runden, dass mich keiner gefragt hat, was für Tasks ich gemacht habe, weil ich kannte keine. Ich war halt nicht ein einziges Mal Crew. Ich hasse mein Leben, Alter. Da lag mitten im Gang eine Leiche. Richtiger Stack-Kill, keine Ahnung. Oh Mann, Emigrate direkt. Wo mitten im Gang lag er? Vor Map Bay. Ich war nicht dabei. Dann war es ja ganz fix. Also ich bin delayed gekommen, weil ich eigentlich gerade einen anzünden wollte und dann habe ich gerade wieder losgehen. Ich glaube mit mindestens drei Leuten hochgelaufen zu Dings. Dann ist irgendjemand Richtung Admin abgebogen. Ich habe in der Runde auf Aquila geschworen, ne? Ja. Ich habe auf fucking Aquila geschworen. Netic und noch jemand. Wer war das? Ich war mit dem Grünen zusammen. Ich war ganz vorne. Ich glaube, Braun war auch da oder so. Und ich, also zwei waren auf jeden Fall hinter mir und einer ist nach rechts abgebogen. Vielleicht war auch Waldo mit zwei. Nee. Dann noch Weg von Loungepad zum Medbay. Ich glaube, ich muss mal meinen Mikrofonständer ein bisschen ölen. Nervt mich ja maximal. Wo ist Emigrate? Ach, er ist tot. Wegen dem Doorlock. Bin da gleich am Anfang reinmarschiert. Also ich hab halt, I don't know, nichts gesehen. Ja, es war ja auch Licht aus. Ja, schon klar. Warum werd ich gewotet? Methodic, was soll das? So. Ich vote jetzt auch nur noch random Leute. Quietsch. Ach ja.
Nee, das hat mich jetzt eben ganz dezent aufgeregt. Da lag Gang rechts neben Electricity. Ich glaube, das ist O2 da oben. Und Mendetic hat es auch. Waldo halt schon wieder, ne? Ja, ist, keine Ahnung. Es war dunkel angesehen. Waldo und ich glaube, Aki waren bei mir noch. Und ja, wir haben zusammen das Licht gemacht. Wir sind uns einmal kurz in die Quere gekommen. Da habe ich dich das machen lassen. Ich kann dir das für zu nix. Ja, Type 5 und der Grüne waren mit mir gerade im Reaktor. Also Type 5 war mit mir in den Gang drin. Und der Grüne ist draußen noch gewesen, hat da glaube ich, weiß es ist, Wires oder. Wires. Ja, hat den Wires noch gemacht. Also ich war Reaktor, ich bin mit Type 5 hingegangen, aber der ist nicht mitgekommen. Ich sag's nochmal, ich habe auf Aquila geschworen. Also ich war da. Type 5 ist nachher mit mir wieder reingegangen in den Gang. Also ja, rein bin ich schon, aber ich bin da einfach durchgelaufen. Ja, wie sagt man? Genau. Nichts besonders. Wo war Player? Type 5 und Player. Ich war Reaktor. Und Type 5 auch. Type 5 war kurz da, der hat mich gesehen, wie ich Reaktor reingegangen bin. Zumindest in der Richtung. Richtig dumm. Ich bin mitgekommen, weil er eine Crewmate ist. Wir müssen... Warum jetzt ich? Ja, I don't get it. Also wir müssen langsam ein bisschen aufpassen, ne? Ja, Waldo, wir müssen langsam ein bisschen aufpassen. Das war mein Bauchgefühl, keine Ahnung. Ich bin mir eine Meinung und vote dann, was ich meine, ne? Hör mal ein bisschen Musik an, vielleicht entspannt mich das ja. Ja, Elo, es ist halt echt Frustessen, was soll ich machen? Also heute Abend, ne? Ist echt nicht mein Among Us-Abend. Heute ist echt wild. Ne. Ach ja, schön. Es geht der Reaktor gleich hoch. Nice. Zwei Leichen vor zweiten Oxygen. Der ist nämlich nicht drin bei Locker Room, wo ihr gerade reingelaufen seid, sondern der ist draußen. Wenn man den Gang nach hinten geht, Richtung Launchpad. Und bei mir waren gerade zu einem Zeitpunkt mit dabei, also reingelaufen in die andere Richtung, sind Waldo und Type 5. Aber war... Ich bin dann Richtung Reaktor abgebogen, aber... Du bist nicht im Reaktor abgebogen. Ja, aber es reicht ja, wenn Peachy dahin läuft. Es reicht ja, wenn einer das macht. Peachy ist dead und der Ja, Player, das konnte ich ja nicht wissen, dass sie stirbt. Das konnte ich ja nicht wissen, dass sie stirbt. Also, mich nervt es gerade irgendwie ein bisschen, dass Player dran glauben musste, weil der hat gesehen, wie ich mit ihm ein bisschen Richtung Reaktor gelaufen, durch die Luftschleuse, haben gerade aufgemacht und dann kam Oxygen. Leute, bevor ihr jetzt irgendwas spekuliert, das ist Luki selber. Er war vor einer Zeit. Wie soll ich einen Double Kill machen selber? Du hast noch einen Kollegen, also, du bist oben im Gewächshaus gewesen und du hast gesagt, die liegen unten bei Launchpad. Wie wirst du da schon hingekommen sein? Der Grüne und ich sind unten. Richtung Launchpad. Ich war mit dir, mit Waldo noch unterwegs nach unten und bin dann weiter geradeaus gegangen. Du warst nicht mit mir unterwegs nach unten, weil ich war mit der Grüne unterwegs nach unten. Ich war hinter dir. Ja, dann warst du so weit hinter dir, dass ich dich nicht gesehen habe. Du hast nämlich Imposter Vision. Also wenn ich schlau sehe, wird dir Luke. Alles klar, Type 5. Es ist immer so, wenn Luke sich aufregt, dann ist er selber. Type 5, Alter. Type 5 war die ganze Zeit mit Waldo und dem Grün zusammen. Ja, man ist so los. Meine Lichter sind aus. Gott, die werde ich sehen. Nein. Merke ich Type 5 von mir. Erstmal, du Wave Blade Aki. Kriegst erstmal ein High 5 von mir. Ja, Mann. Halt's ein High 5. What the fuck, ey? Type 5, Alter, warum? Warum wir beide schon wieder? Alter. Alter, das kannst du dich erinnern auf der andere Map, als wir uns beide gegenseitig zurück. Ja, weil zu viele Leute tot waren.
halt nacheinander auseinandergenommen. Es war halt, es hat für mich null Sinn gemacht, wie du zeitlich da runtergekommen bist. Du hast halt nie, ich dachte, das ist wohl weit unten. Nee, das ist direkt unter der Schleuse von Reaktor. Ganz kurz, ich bin erstmal raus. Danke fürs Spielen. Bitteschön. Stupst mal einer Simon an, dass er mit. Und ich rauche jetzt endlich eine. Ich rauche jetzt endlich eine, ja. Ich hab schon Frustessen betrieben. Drei Runden, mir immer eine anzuzünden und dann fängt immer eine Runde einfach so out of nowhere an. Entschuldigung, wenn ich immer sage, es geht los. Frei? Was? Ja. Ja, ich denke schon, ne? Ja. Tweet. Es ist ein Platz frei. Boah, ist das hell. Hör einfach auf zu rauchen und snooze stattdessen, dann hast du diese Probleme nicht. Oha, Luki und Nico, ihr versteht euch ja dann. Wieso? Hast du den Kauser brauchst du noch? Nico snoozt auch, oder? Ja, Nico snoozt auch. Oh, Nico, mein Schätzchen, du wohnst doch in Deutschland. Willst du in der Österreich ein paar Stangen Sibirien runterschicken? Sibirien ist eklig. Wer ist überhaupt der Grüne oder eher? Nimm 6 RB, du, das passt. Wer auch schickt mir irgendwas runter. Wovon, wo kommst du? Österreich, Oberösterreich. Warum? Warum? Weil du Ehrenmann bist und weil. Ja, warum du aus Österreich kommst? Warum aus Österreich kommst? Ja. Makes sense. Leute, ich nutze mal die Zeit, bis der andere wieder da ist und mach mal eine neue Lobby auf. Okay. So, sollen wir wieder die normale Map nehmen, oder? Da unten in Österreich keine, oder was? Na, nicht so guten. Wir haben nur die scheiß Skurf. Sollen wir wieder die normale Map nehmen? Die sind richtig scheiße. Ja, bitte normale Map, da wissen wir wenigstens, wo die Scheiße ist. Ja, ist doch so, es hatte keiner einen Plan, was irgendwas. Okay. Das ist so. Slim. Die roten. Wir können ja auch die zweite spielen. Ey, die schmecken die so eklig. Auf dem Mond oder? Also die Lava. Hab ich ja gerade gemacht. Achso, du meinst die dritte. Ja, das kannst du springen. Ne? Odin's Double Mint Slim. Die passen mir auch. Hier, ich hab euch die Einladung in den allgemeinen Chat gepostet. Es gibt auch so geile Blueberries, die sind geil. Wer ist jetzt überhaupt der Grüne? Nico, der da gerade geredet hat. Hallo. Ich bin dann auch mal fix ein, zwei Minuten auf Keim und was trinken wollen. Oder? Er bereits. Geh! Lauf! Ja, okay, ich spring's. Ich werde Lauf! Ach ja. Ohne Spaß, ich habe mal so eine allgemeine Frage. Was muss ich sagen, damit wir geglaubt werden? Ich habe sogar gesagt, ich schwöre auf Aquila. Ich habe mir Aquila geglaubt. Keine Ahnung, ich dachte, Aquila nicht. Ich werde das rausgebaut. Shame on you. Shame on you, dass du Aquila nicht kennst. Es gibt nur eine Sache, auf die du schwören darfst. Die da wäre? Auf dein Hamster in-game. Ach, das soll ein Hamster sein. Was soll das denn sonst sein? Ich weiß nicht. So ein Weltraumtier. Warum kriege ich eigentlich random Subs für irgendwelche Dinge geschenkt, die... Auf Twitch? Ja. Das passiert mir auch manchmal. Echt? Manche Leute haben halt einfach... kauen halt 5er Subgift raus, wenn du gerade zu dem Zeitpunkt zufällig zuschaust. Ich kenne den Stream nicht mal. Was? Ja gut, das ist mir auch mal passiert jetzt. Fünfmal hintereinander ein Tier-3-Sub geschenkt bekommen. Das ist doch nice. Keine Ahnung, wie es passiert ist. Nee, das ist nicht meine Person. Um Gottes Willen, nein. Hey, Magnetic. Hm? Ich habe einen guten Vorschlag. Echt? Komm nach Deutschland. Ich nehme Aquila. Nein. Und fahr wieder. Nein. Sie hat bei mir ein schönes Leben. Ich habe 2 Labradore, mit denen ich gerne spiele. Wir mögen keine Labradore. Die sind okay zum Angucken und für mal zwischendurch, aber nichts Dauerhaftes. Die eine ist dumm wie Stroh und der andere ist... Siehst du, sag ich doch. Ja, die eine ist so dumm, weil die... Guck mal, sie geht bei der Balkontür rein, da ist unten so eine kleine Leiste, die spiegelt ein bisschen. Wenn sie sich selbst drin sieht, traut sie sich nicht drüber gehen, bis du sie am Halsband anpackst und sagst, komm Emma, geh drüber. Wir haben auch eine Labradorhündin auf dem Hof, die heißt auch Emma. Und die hat mir meinen Oberschenkel gebissen. Nee, das macht mein Hund nicht, ich renn mit denen durch die Stadt ohne Leine. Ja, ich muss halt dazu sagen, sie wollte mich wahrscheinlich vor Aquila beschützen, weil Aquila saß bei mir hinten im Auto und Aquila ist halt... Ich bin da. Baby, können wir dann starten? Ja.
Gut, also Nico ist noch gemutet, Simon ist nicht da, aber okay. Peachy auch. No, ich naja. Uff. Wo ist die Leiche? In Navigation. Ich habe aber niemanden gesehen. Also, in Navigation? Und, Navigation, ne? Ja, ja. Magnetic. Was? Du kamst von rechts. Willst du mich verarschen? Du hast mich gar nicht gesehen. Ich bin nur dem Grünen in die Arme gelaufen, aber nicht dir. Nee, ich habe also, genau hab ich echt Mitleid mit dir. Ich habe genau wie den Video und Storys gegen den Karton gelaufen bist. Von rechts. Wie ich gegen den Karton gelaufen bin. Und, ja, aber genau, ich habe mal eine andere Frage. Nico, warum rennst du denn weg, wenn Reaktor-Meltdown ist? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das bedeutet. Können wir kurz bei der Sache bleiben, dass Magnetic von rechts kam? Ja, ich kam von rechts. Und irgendwer mit Mütze stand noch oben bei diesem Schießding, als ich weggegangen bin. Und ich war nicht mal bei Navigation. Ich hatte keine Task. Vor allem, warum hätte ich dich nicht töten sollen, wenn ich dir schon so entgegenkomme? Aber du bist nicht durch den Storage nach rechts gelaufen. Also, okay, ich sag nicht, dass du es bist. Gesagt hast, du fährst. Ich bin nicht durch den Storage nach rechts gelaufen. Nee, ich bin von der. Nicht. Du bist schon über Waffe nach rechts laufen. Das führt zwangsläufig an Weapons an Navigation vorbei. Ja, es führt da vorbei, ich war aber nicht drin. Mal im Auge mit Netic. Alter, Waldo. Weil du bist immer noch am Leben und das ist nie ein gutes Zeichen. Also eigentlich ist das Waldo noch am Leben, ist ein Zeichen dafür, dass ich es nicht bin. Ja, eigentlich ist er impossible. Ja, stimmt gar nicht. Ich habe sowohl dich als auch Peach echt lange leben lassen. Jedes Mal. Jede Runde getötet, Mann. Weil du was? Willst aber du er hat sich echt lange leben lassen. Okay, dann pass auf, Waldo. Ach nee, komm schon. Boah, ich muss mich jetzt echt voll beeilen. Dass ich zu den Camps komme, oh mein Gott. Da ist Ben. Okay. Und da ist Ovo. Peachy. Okay. Ovo rennt wieder raus. Peachy. Ah, okay. Geht ins Küche. Aber er geht nicht wieder raus. Er steht neben mir, lol. Schade. Naja. Jo, um die Story noch kurz zu Ende zu erzählen, ja, also Akila hat sich ein bisschen, das halt bei mir hinten im Auto und ich wollte etwas holen aus meinem Auto raus und Emma von unserem Hof hat sich halt gedacht, ja, die will der bestimmt irgendwas Böses und ich muss die jetzt verteidigen, ja, was passiert? Akila hat sie halt, ich habe Akila zwar zurückgehalten, aber naja. Da war es jetzt ein Ticken schneller als ich. Also, er lag halt direkt vor Electricity. Da, wo man das Licht anmacht. Hm.
Also ich habe auch nichts gesehen, weil ich habe oben noch einen Electricity Task gemacht, dann wurde es auf einmal dunkel und dann bin ich runtergegangen und dann lag er da. Also ich weiß nicht, wer hat da gerade gesprochen? Ich, aber ich war bei Kerms, weil ich habe gerade Waldo gefunden, der ist nämlich... Warst du mit mir in und Waldo in Cafeteria, als die Türen ausgingen vorhin? Ja, da hatte ich nämlich ziemlich Schiss vor Waldo. Oh, der ist tot. Ich auch, das ist irgendwie zu dir gelaufen. Und dann ist er nach links gelaufen und dann bin ich mit euch nach unten gelaufen, Richtung Electric. Einer war noch irgendwo bei uns, ich weiß nicht wer. Und dann bin ich, und dann ist das Licht ausgegangen, dachte so, irgendwas muss links sein. Und dann bin ich links gelaufen und dann lag Waldo direkt an diesem Kreuz, wo mal zwischen Reaktor und Security. Und ich wollte gerade Report drücken und dann... Oder wir haben vier Tote, ist ja schon klar. Ja, wir müssen jetzt jemanden voten. Aber die Sache ist, Magnetic liegt wahrscheinlich auch in den Camps, weil ich habe sie da zuletzt gesehen, zusammen mit Type 5. Aber der ist auch tot. Also ich okay, du hast alle keine Ahnung, wieso Aki ist das. Lol, ich bin ein aufrichtiges Crewmate. Au. Tut mir leid. Ich habe aus Panik gehandelt. Ja, no. Wir werden dadurch sterben. Werden wir sowieso. So, und auf jeden Fall hatte Akila sie trotzdem ein bisschen an der Nase erwischt. Und daraufhin, ich weiß nicht genau, ist sie halt irgendwie ausgeflippt oder so. Also sie hat halt nach Akila oder wollte Akila beißen. Aber sie hat mir halt total lost einfach in den Oberschenkel gebissen. Und war auch nicht, also es gab halt einen riesigen, riesigen Bluterguss. Ich glaube, mein halber Oberschenkel war ein Bluterguss. Aber ich habe, also, es war jetzt nicht dramatisch, es hat nicht geblutet. Ich hatte an dem Tag eine, ziemlich enge Hose an. Das war vollkommen in Ordnung. Also, dadurch ging es halt nicht durch. Hätte ich jetzt eine Leggings oder sowas angehabt, ne, dann wäre das natürlich, da hätte es wahrscheinlich eine ordentliche Wunde gegeben. Aber so war das vollkommen in Ordnung. Ja, war auch kein Riesendrama. Ich meine, wenn man mit Tieren zu tun hat, ne, ich reite ja auch oder bin geritten eine ganze Zeit lang, dann kann halt immer was passieren, fertig. Das gehört halt mit dazu. Du bist mega leise. Nein. Scheiße, da kann ich nichts machen. Ah, jetzt ist es besser. Ich wollte nur checken, wie gerade die Lage ist. Ich habe noch eine Task bei Upper Engine. Ja, ich bin fertig. Mir fällt noch ein. Ich habe noch jemanden bei Magnetic gesehen. In der letzten Runde. Aber es ist schon etwas länger her. Arki war auch da. Ja, irgendwo am Anfang der Runde, meinst du? Die Sache ist, wenn wir jetzt nur noch, also wir sind fast fertig. Ich wollte nur checken, ob jemand gestorben ist. So, ich würde sagen, skippen und die fertig sind, skippen und mach die Task fertig. Wer sind fertig von euch? Ich bin fertig, also Neo kann. Ja, ich auch. Ich muss noch Upper Engine machen. Also bleiben wir bei Ben. Endgame, danke. Ich will mit dem grün. Ja, skippen, wir bleiben bei Ben und dann gewinnen wir. Wären es noch zwei Imposter, dann hätten wir schon verloren. Muss nicht sein. Aber mit Ben bin ich eigentlich auch rumgelaufen, ein bisschen. Ich will mit dem Grünen rumlaufen, der ist nett. Ja, mit welchen Grünen? Ja, der Grüne heißt. Der echte. Nicht der komische. Der gemeine Neokai. Wow. Toxic. Was toxic? Hast du mich gerade beleidigt? Toxic, Alter. Oh je. Toxic, dass du toxic bist. Da ist noch meine Bubble mit dem kleinen Hamster.
Alter. Boah, wie lange dauert das noch? Es kann jetzt halt super schnell gehen, oder sie diskutieren gleich wieder. Ich würde halt am liebsten kurz AFK gehen, aber... Finally, guck mal, Aki. Läuft nicht bei dir ohne mich. Nee, es lief gerade wirklich nicht. Wer war's jetzt alles? Ich weiß, dass Peachy war, aber ich wusste, dass du es bist, Aki. Ich wusste es. Gott. Ich hoffe die ganze Zeit jetzt am Schluss, dass es der Grüne ist, weil er immer ein bisschen komisch gelaufen ist, wenn irgendwas aktiviert wurde. Aber ja, das, ich war ja tot und ich habe ein bisschen zugeguckt, dein Movement war immer ich komisch, wenn das aktiviert wurde. Ich schaff doch nichts in dem Spiel. Aber Peachy hat immer zu dicken zu früh Sabotage und es ist die Sache nicht mehr aufgegangen. Aber ich kann nicht joinen. Was ist da los? Ja, weil der Host noch nicht. Scheint jetzt mit der die kurz AFK oder so. Ja, gut, halt bei Aki war etwas verwirrend, wo O2 war. Da ging der nicht zu O2, sondern ging einfach plötzlich runter, und das schon zu folgen hat. Da war es schon etwas sass. Wo meinst du? Wo ich an der Cafeteria vorbeigegangen ist. Achso, tatsächlich. Tatsächlich dachte ich wirklich. Jetzt bin ich aus ehrlichen Absichten runtergelaufen, weil da habe ich einfach einen Spatzenhirn-Move gemacht. Das ja, war nicht mal, also da hätte ich, das hätte ich auch als Crewmate wahrscheinlich gemacht. Das war einfach nur so eine Brain-Lag-Situation. Also. Aber ja, stimmt schon, kein Assass. Und da habe ich eben an der Kamera Magnetica abgestochen und dann ist Waldo eben nach dem Lockdown von Peachy in der Cafeteria nach links gelaufen. Deswegen habe ich Licht ausgemacht und bin halt ganz schön nach oben gelaufen, um ihn noch abzustecken, bevor er die Leiche findet. Ja, du Arschloch, ey. Keiner fand. Rot sein. Ich hätte dich nicht umgebracht, weil ich hätte dich ja weiter blamen können. Ich hätte dich nicht umgebracht, wenn du nicht daran gelaufen wärst. Der Grüne, du hast dann sozusagen dein eigenes Grab geschaufelt. Rot sein? Was? Kann ich wieder weiß sein? Habt ihr Farbprobleme? Nee, rot passt einfach zum Hut. Achso, oh, ich hab's wieder mit meinem Kabel hier verkackt. Ach, okay, für den Bauarbeiter, ey. Der Bundeswehrbauarbeiter immer mit Mucke im Ohr. Der Bundeswehrbauarbeiter. Okay. Seid ihr alle ready? Habt ihr alle das Kostüm eurer Wahl? Okay, kann ich weiß haben. Please. Ja, weil du. Wo sind deine Hörner? Nee, der Grüne ist noch. Joho, eine Sekunde. Ich bin kein Teufel mehr, ich bin jetzt ein kleiner Junge. Wait a minute. Seid ihr alle fertig? Was? Nee, ich warte, noch, was? Nee, ich muss nur wechseln. Du bist noch kurz auf Karte. So. Richtiger Primissimo. Hast du das bei Ensof mitgelesen, was ich mit ihm geschrieben habe, wo es mit seinem Chatsfuck losging? Nee. Schade, schade. Wo ist mein Ei? Ich weiß nicht, wo dein Ei ist. Nein, nein. Ich meinte, das Ei meinte ich. Ja, genau. Waldo, also wenn du die leicht verlierst, dann würde ich mir Sorgen machen. Ich meine, das ist alles scheiße. Was? Na, ich betone Singular, ne? Ja. Und ein Ei. Ja. Nein. Ja. Der ist jetzt noch auf Kraft. Weil du hast so große Eier, du kannst eh nur eins handeln. Okay, können wir bitte aufhören, über meine Eier zu reden? Können wir anfangen? Also, ich mag das Thema. Du hast angefangen, Walter. Also, ne? Nee, hab ich nicht. Nein. Hab das jetzt. Sind alle da? Dann. Let's go. Hat jeder seine Eier beisammen? Meine Eier auf dem Kopf. Oh Gott, Walter, ich weiß nicht. Hat jeder seine Eier beisammen? Hat überhaupt jeder Eier? Abfahrt jetzt. Jeden Monat nur eins. Okay. Oh, wir sind schon wieder Crewmate. Was ist das denn immer? Oh, Leute. Oh, ist das, ne? Echt. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Schnell die Lichter fixen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal an die Camps.
Weil keiner außer mir geht an die Caps. Bin ich ehrlich. Keiner außer mir. Okay, Männers. Ja. Wer war Electrical? Ich war Electrical. Und ich war auch in Electrical. Okay, Luki, Magnetic und wer war noch da? Da waren drei Leute, oder? Ja. Ja, wer noch? Ja, Ben, ich also und Ben, Luki und Magnetic, okay. Ja. Ich und der Grüne waren in Admin. So, ja. Ich und der Grüne in Admin, Ben, Magnetic und Luki nicht da. Das heißt, es können noch Meokain oder Ovo gewesen sein, die... Nee. Peachy, du lügst. Die Peachy, die Peachy in Weapons getötet haben. Teil 5 wird wahrscheinlich auch in der Nähe gewesen sein. Also ich tippe stark auf Meokain und Ovo, weil Magnetic, Luki und Ben in Electrical waren, ich in Admin war. Der Grüne war auch war da. Also ich bin ganz stark für Neokain. Der Grüne war mit mir in Comms. Er hat einen Download gemacht. Ich bin ganz stark für Neokain. Das ist halt so Bullshit. Nein, ist halt überhaupt du bist. Nein, ist es nicht. Ich hab halt mit Peachy da Weapons gemacht. Die hat auch Weapons und dann bin ich weiter Richtung Navigation gelaufen. Ja, okay. Nachdem du sie getötet hast, was davor. Es sind zwei gestorben und Baldur ist noch nicht tot. Denk doch mal nach. Leute. Also. Ben, ja, oder Michi? Aus dem Grund, weil... auch gewesen sein. Alter, Waldo, jetzt lass dich doch mal ausreden, was ist denn los? Ich bin suspected aus dem Grund, weil er hat den Task-Vibe so fucking schnell gemacht und ich bin der Task-Meister. Und er hat den Swipe-Task so leicht gewertet. Nee, das glaube ich dir nicht. Warum wird dies Waldo rausgevotet? Weil er das Gespräch von den Längen gezogen hat, so als ob er nicht wollte, dass irgendjemand ein Statement bringt. Warum hatte Waldo jetzt zwei Eier auf dem Kopf? Wow, das ja, ist... Das waren mehr als zwei. Alter. Jetzt ist er direkt wieder toxic, ne? Jetzt weiß er, wie es... Ah, ich glaube, ich werde gleich direkt wieder abgeschlachtet. Aki geht wieder raus, Security. Und Aki kommt wieder rein. Und Aki geht wieder raus. Was macht Aki da? Hä? Alter, okay. Ich hab Luki bei Electrical gefunden. Okay, ich hab mal eine andere Frage kurz zwischen... Magnetic war die war in Camps. Nee, ich war die ganze Zeit bei Magnetic. Ja, ja. Und dann ist Ovo noch dazugekommen. Aber Aki. Kam aus Security. Und die Leiche liegt in der Leiche. Jeder weiß, dass da ein Wend ist. Aki. Ja, aber dann hätte Magnetic das gesehen, weil ich bin die ganze Zeit am Kreuz hin und her gelaufen. Ich hatte ja, und das ist auch meine Frage. Also, Aki, was ist dein Plan? Dich beschützen. Was? Du bist jetzt ohne Schall. Ich glaube, 30 Sekunden bist du nur da hin und her gerannt vor Security. Du bist, aber er ist nicht reingewandt. Also er ist nicht reingewendet. Er kam rein, ging dann wieder raus. Da versucht man einmal einen Crewmate, weißt du, zu beschützen, während er versucht, die anderen auszuspionieren. Und dann Aki, ich weiß nicht. Mein Leibwächter, keiner saß. Nee, würde ich nicht sagen. Also so, nee, aber... Also Aki... Nico, was hast du denn gemacht? 2% saß. Nix. Und mit der Dip 1% saß. Also rot, ja. Du hast nichts gemacht. Cool. Rot oder der Grüne? Ja, der Grüne. Ich war in Admin und dann Storage. Du hast gerade gesagt, du hast nichts gemacht. Ja, ich dachte, du meinst auf das Reporten gerade bezogen. Was war deine Task? Ich musste oben so Laub machen, unten musste ich nochmal Laub machen und einmal musste ich so Zeug uploaden. Ist gut, oder? Oh nein. Ich hab das Gefühl, wir sterben gleich. Also die Runde war halt total für den Arsch, ne? Muss gleich auch unbedingt was anderes spielen. Also alle haben es jetzt gehört, wenn ich gleich tot bin. Fühl dich schlecht. Ja, immer. Das war halt auch dumm. Warum sagst du denn, dass du nix machst? Oh, hab ich kurz nicht aufgepasst. Nein! Wir sind Alter. Nicht so arg.
Ja, ich bin ja, Aki ist nicht gewendet. Das war Leo alleine, der hat umgedreht und reportet. Was war das bitte für ein scheiß Voter gegen mich? So, wie können drei Leute gegen mich voten, weil ich eine richtige Deduktion gegen Neokai und Aki anstelle, dann voten drei Leute gegen mich. Nee, du hast. Nee, du hast Geist gegen die Leute gesagt. Du hast. Doch, hat er. Und ich hab's einfach umgedreht gegen ihn und noch er hat so, ja, ich hab gesagt, es können nur Aki, Neo oder Ovo gewesen sein, weil diese drei kein Alibi hatten. Und plötzlich ja, wurden weiter. Ich hatte der Grüne als Alibi. Wer ja, aber du hast. Nee, du hast halt niemanden ausreden lassen sonst. Ja, war ja ganz, okay. Ganz genau, das hat ja auch seinen Grund. Wir hatten 90 Sekunden Zeit. Ich habe ganz bewusst erstmal gefragt, wer links war, damit ich eben kein Alibi verschaffen können. Nee, ich war da auch. Ist jetzt die auch. Zeit ein bisschen höher so. Genau, das ist Discussion Time höher, nicht Voting Time. Also, der Board war absolut dogged. Wer war der dritte, der gegen Walter, du warst halt ein bisschen zu dominant. Also. Neo, ja, hast du gegen ihn gewotet oder wer war denn das? Ja, natürlich war ich dominant, weil ich nicht. Ey, was mit Peachy? Weil ich sicher war, dass ihr natürlich bin ich da dominant. Wir haben das halt klar ausgenutzt, dass man... Walter, du warst zu dominant. Zwei Leute voten für mich, what the fuck, ey. Sorry, aber Fake Detective einfach, ne, so. Ja, voll. Ich konnte irgendwie die ganze Runde... Get him out of here. Komplett ignoriert, niemand hat mich angesprochen, was ich gemacht habe, nicht. Hat jemand Simon angepinkt, dass wir noch jemanden brauchen? Ich habe David jetzt gefragt, ob er dazukommen mag, aber er spielt gerade LOL. Er spielt gerade LOL, aber Simon ist ja noch hier im Channel, deswegen... Achso, dann ping ihn doch an. Ich spiele seit einem Tag Minecraft. Ja gut, das ist auch schon seit einem Tag so. Was ist, wenn das wirklich die ganze Zeit spielt? Ich glaube es zwar nicht, aber ich... Hast du ihn angepinkt oder nicht? Hallo? Ich hole ihn gerade ein. Danke. Ach ja. Ja, Voldo, aber jetzt weißt du, wie man sich fühlt, ne? Ich wusste das schon immer, wie man sich dabei fühlt. Ist ja nicht so, als wäre ich zum ersten Mal einfach so rausgevotet worden. Ja, aber du sagst nicht, ich habe jemand anderen töten sehen und dann so, oh, das war mit nettig. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Hallo, Simon. Ich würde auch übrigens empfehlen, dass im Zweifelsfall trotzdem alle irgendwie voten, im Zweifelsfall skippen, weil als Waldo rausgeflogen ist, hat insgesamt 4 Leute gewotet. Also so oder so wäre das ein Waldo-Kill gewesen, selbst wenn es die beiden im Posten hätten. Nee, es waren nur 3, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, es war einer skippt. Nee, wir beide und Magnet-Dingsens. Also 3 Waldo, einer skippt. Ich bin's immer. Hätten die 4 anderen halt skippt gewotet, dann wäre halt nichts passiert. Achso, ja, die waren halt zu langsam. Ja, zu langsam zum Skippen. Hm. Ah, so. Sind jetzt alle da? Nee. Da ist Simon. Nice. Abfahrt. Erfling ist hier. Warum bin ich pink? Er ist pink. So. Ah, wir sind schon wieder Crewmate. Ich hatte keine Imposter-Runde heute. Oh mein Gott, das ist halt so lost. Und die Imposter-Runden, die ich hatte... Wurde ich halt, ne, direkt. What happened? Leiche bei Admin-Eingang. Okay, Waldo kam gerade von unten rechts, Storage. Earthling ist gerade. Der ist in Storage stehen geblieben, als ich mit ihm runtergelaufen bin und ist dann. Hat mich gerade bei Electrical abgelöst. Ich denke, es ist ein Ventkill gewesen. Also, ich habe nichts gesehen. Ich war mit Rot wohin, zusammen. Wohin kann man denn von Admin aus wenden? Ich habe mit Nerik gesehen und ich war Navigation. Mit. Also, Gang von Navigation und ist keiner rausgewendet. Da waren mit Natic, Luki und. Ja, also und oben in O2 war noch der Grüne. Und der war es dann wahrscheinlich auch nicht. Ihr seid wahrscheinlich alle 3 Imposter. Also zeitlich gesehen hätte es Earthling sein können. Ich bin zeitgleich, also ich bin kurz versetzt mit dir runter, weil ich meine Karte geöffnet habe. Also ja, ja, und da hast du einen Task gemacht. Du hättest halt hoch switchen können, kurz in den Abstieg und dann zu mir in Electric gekommen. Ich sage auch nur, dass es sein kann, nicht dass es so ist.
Du weißt, dass du zu Beginn der Runde Kill-Cooldown hast. Ja, 10 Sekunden. 13. Ja. 10 Sekunden. Aha, woher weißt du denn das so genau? Weil ich das Game ein paar Mal spiele. Also Luki ist halt echt ein totaler Tryhard, ich glaube, der weiß so. Ja, Luki ist halt so ein Tryhard. Ja, Luki, genau du. Also ich skipp das. Ich hab keinen Verdacht. Ich auch. Das macht keinen Sinn, jetzt schon jemanden rauszuworten. Das macht keinen Sinn. Ja, ich mach mal wieder meinen Meme-Board für die erste Runde. Mit Netic lebt auch noch. Also so wie das gerade bei dir klingt, nicht mehr lange. Ah. Mit Netic hat noch keine Rache an mir. Mit Netic stirbt. Und was ist denn mit Waldo? Der CFK. Der ist Stream beschäftigt oder fummelt sich an seinem Ei rum. Was war die Frage? Du sollst die Hand aus der Hose nehmen und richtig mitspielen. Ja, okay, einfach Waldo gewonnen. Wenn Netic tot ist, muss es eindeutig Earthlings sein. Definitiv. Ach ja. Oh Mann. Als ob das keiner reportet. Ja. Die Leiche lag vor den Camps in Security und ich habe, okay, never mind, das ist nicht Waldo, weil den habe ich nämlich auch in die Richtung laufen sehen. Sonst habe ich keine Ahnung, wie das gewesen sein kann. Er kennt schon mal. Wer war gerade bei mir in Navigation? Ich glaube, es war Aki, oder? Das war Weapons, aber ja. Weapons meine ich ja oben, wo du die Asteroiden abschließt. Ja, ich bin von unten durchgelaufen nach dem Licht, weil ich dachte, es ist eine Leiche und habe Navigation-Task gemacht und dann bei dir oben. Wie sieht's denn aus? Seit wann seid ihr denn da? Beide? Nee, das waren so 5 Sekunden vorm Report. Ich bin gerade dahin gelaufen, hab zuerst Asteroiden abgeschossen und hab jetzt gerade das Zeug auf mein iPad geladen. Das heißt, du bist da schon ein bisschen länger. Okay, das heißt, du warst wahrscheinlich nicht, weil ich denke nicht, dass die eine Minute beide tot sind. Außer es waren beide Imposter da drüben. Dann kann es natürlich sein, dass es beide relativ zeitgleich umgelegt hatte. Ja, kann sein. Muss aber nicht. Wie sieht's denn aus mit dem Rest? Wo wart ihr denn? Wer sagt, dass du nicht self-reported hast? Weil ich hab... glaube, es war keiner außer dir in der Nähe, oder? Luki kam mir entgegen, als ich da hochgelaufen bin. Ich habe der Grüne und Type 5 gesehen, ist beides da hochgegangen. Genau. Das heißt, was hast du da oben gemacht? Du bist nämlich dann auch noch so ein potenzieller Kandidat. Ich war gar nicht unten, ich war im Lower Engine und bin da halt hinten diesen Nachfülltask gemacht und dann bin ich weggegangen. Nein, du bist nämlich mir von oben aus dem Gang von Reaktor Schrägstrich. Camps entgegengekommen. Nein, ich bin von Lower Engine rausgegangen aus dieser aus diesem Abstand, der nach hinten ist, und bin dann raufgegangen. Und dann habe ich Type 5 gesehen und ist vielleicht halt hochgegangen, Double Kill und Report. Der Grüne war nicht bei mir, als ich reported habe. Ich war Admin. Und ich weiß nicht mal, wo die zweite Leiche ist. Ich weiß, dass Ben Admin war, weil ich war auch in Admin. Okay. Nicht die ganze Zeit, aber auch. Ich war auch Admin am Anfang. Ich mal raus. Aki oder Luki. Suspicious. Leute, ich habe auch in der ersten Runde Waldo gebautet. Außerdem hast du das gerade Sinn gemacht, was du gesagt hast. Wir haben ja beide Imposter. Ach ja. So. Ich muss unbedingt noch fürs Bett so eine Heizdecke bestellen, ne? Ich friere so extrem, auch jetzt schon wieder so kalte Hände. Insane.
habe zwar so ein kleines Heizkissen, aber das reicht halt einfach nicht, ne? Das ist halt zu klein. So, es war jemand, und zwar ganz genau in dem Moment, wo ich reingekommen bin. Ich konnte nur sehen, wie die Leiche da lag, aber ich konnte nicht mehr sehen, wer es war. Es waren aber wieder stolze zwei Leute die Runde. Ich glaube, ich habe gerade Simon gesehen, wie er umgebracht wurde. Dann wäre es jetzt neu gestorben. Simon, ist Simon und Aki. Aki ist auch gestorben. Aki habe ich keine Ahnung wo, aber Aki Simon ist gerade vor mir umgelegt worden. Das war gerade in Admin, derjenige, der gekillt hat, wollte zum Vent laufen und ich bin gerade von oben Cafeteria gekommen. Da hat mich Ben auch kurz noch gesehen. Aber ich würde, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Ovo, weil es war eine dunkle Farbe. Es kam am ehesten schwarz gleich. Ich kann es jetzt echt nicht mehr genau sagen. Ich würde sagen, ich Ovo. Du hast die dunkle Farbe auch, du? Nee. Es ist nur eine Vermutung, aber. Ja, ich glaube, es war. Nicht der erste Self-Report von dir in der Runde, womöglich. Ja, also ich würde sagen, Luki und du sind die beiden Imposter, aber irgendjemanden müssen wir rausvoten. Wenn ihr den richtigen votet, dann haben wir noch eine Runde. Wenn ihr den falschen votet, dann verlieren wir es halt jetzt. Ich wäre eigentlich für Type 5, weil er hat schon einen Like-Report. Ja, und ich denke mir so, wenn du mich jetzt rausvotest, hast du gewonnen. Was sagen denn die anderen? Der Grüne? Ja, denke ich auch, wenn du der Imposter bist. Bitte, was? Der Grüne, was sagst du zu dem Ganzen? Ich habe tatsächlich fast keinen gesehen. Ich war links neben der Cafeteria, habe da meine Sachen gemacht und bin dann da wieder durchgelaufen nach rechts und habe da irgendwie gefühlt keinen gesehen. Also okay. Links von Cafeteria. Ja. Also direkt links und dann runter dieser Raum. Keine Ahnung, was das ist. Hat irgendwer von euch Aki überhaupt noch gesehen? Wir können irgendwie von uns einschätzen, wo die Leiche von Aki ist. Kein Plan. Ich glaube, die kann überall liegen. Okay, wir müssen jetzt. Also ich war nämlich drüben in der Richtung von Navigations. Oh nein. Oh nein. Dann wissen wir es jetzt. Ich unterschreibe dann schon mal mein Testament. Viel Spaß dabei. Ach ja. Boah Leute, ich habe so Kopfschmerzen ohne Spaß. Das ist echt, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, du bist doch einfach irgendwann müde, wenn du das Spiel die ganze Zeit spielst, ne? Hast doch irgendwann keinen Bock mehr. Oder vielleicht habe ich ja heute auch schon so viel gespielt. Kannst nichts sagen. Aber irgendwann ist halt echt vorbei, ne? Machst du nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, Sixpo. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Ich wusste, dass es die beiden waren. Alter Schwede, ey. So, aber ich bin dann jetzt erstmal raus. Nein. Oh, Mann. Der sieht auch schon wieder ab. Ja, schon wieder, genau. Spielverderberin. Asi. Eindeutig. So. Genau. Ja, ich hatte auch eigentlich einen ganz guten Tag.